Heute Abend, Kinder. Wir haben die 100. Episode von St. Pauli Pop. Happy Birthday. Birthday. Das Herz von St. Pauli. Ja, genau. Ich mach die Pläne. Meine Heimat in Hamburg, da bin ich zu Haus. Der Hafen, die Lichter, die Sehnsucht begleiten das Schiff in die Ferne hinaus. Das Herz von St. Pauli, das ruft mich zurück. One, two. Denn dort an der Elbe, da wartet mein Glück. Das Herz von St. Pauli, das ist meine Heimat in Hamburg. Da bin ich zu Hause. Zu Hause. Sehr schön. Guten Tag, guten Tag. So, das war die ganze Feier. Prost, Jungs, auf 100. Auf die nächsten 100. Auf 100 Jahre Podcast beim FC St. Pauli und im Stadtteil St. Pauli Pop. Wir haben uns was ganz Besonderes ausgedacht, nämlich, dass wir uns nichts Besonderes ausgedacht haben, oder? Aber davon machen wir ganz viel. Davon machen wir ganz, eine ganze Menge. Ich würde gleich mal anfangen und würde ein Lied Happy Birthday auf die Playlist setzen, auf St. Pauli Pop, und zwar von Röksöp. Von Fleischlos, oder was? Nee, Fleischlos eher. Das haben wir vorhin gehört. Ich habe eine... Das Buch, auf das wir noch im Laufe der Zeit zu sprechen kommen, Läden, Schuppen und Kaschemmen. Ja, da ist, ich weiß gar nicht, ob die Band auch mit erwähnt ist, aber die würde in das Kaliber passen, als ich seinerzeit im Kaiserkeller in 1991 oder wann das auch immer war, Fleischlego gesehen habe. Punker aus, ich glaube, das ist in Hamburg gewesen. Und wir sind, glaube ich, auch nur reingegangen, weil wir Fleischlego live sehen wollten. Fleischlego, ist ein geiler Name, ist das. Die haben einen ganz tollen Batman-Song. Mache ich vielleicht auch mal auf die Liste. Fleischlego, da sind sie doch. Peter Frankenfeld brachte Heroin in unser Dorf. Das ist ein anderer großartiger Song, den kann ich auch nochmal draufsetzen. Das ist eine Punkgruppe aus, ich glaube, aus Zürich. Also es sind Schweizer, glaube ich. Achso, kann sein. Die dann ein Konzert 1994, ein Konzert in einem Kaiserkeller hatten. Und da hat Willi sie gesehen und sie entdeckt und quasi gebreakt für St. Pauli Pop schon. Genau. 100 Jahre, bevor wir überhaupt angefangen haben zu podcasten. Also, Fleischlego. Nochmal alle herzlich willkommen beim St. Pauli Pop Podcast der 100. Episode. Ich gucke gleich mal nach, wann wir überhaupt angefangen haben. Ich glaube, es muss Oktober 2018 gewesen sein. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Ich gucke nochmal ganz genau nach. Und es sind inklusive aller Bonus-Episoden 100 Stück. Heute quasi mit diesem hier on air. Wahnsinn. Mitgezählt sind nicht diejenigen, in denen wir Musik gespielt haben. Die habe ich wieder delistet, also habe ich sie wieder zurückgezählt quasi. Und ich will mich alle überhaupt erstmal bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken, dass sie überhaupt so zahlreich diesen Klabauter-Quatsch, den wir hier so von uns geben, überhaupt sich anhören. Herzlichen Dank dafür. Und diejenigen, die uns das erste Mal hören, die werden heute eine Version eines St. Pauli Pop-Podcasts erleben, die unsere Stammhörerinnen schon kennen, nämlich, dass wir ohne riesiges Konzept und vor allem nicht nur über Fußball, sondern viel über Popkultur sprechend heute unseren 100-jähriges feiern. Dafür hat Willi schon gesagt,
haben wir zwei Bücher hier. In dem Moment, wo wir nicht weiter wissen, und das wird sehr oft passieren, wird einer blättern, der andere wird Stopp sagen und aus dem Buch, herausgegeben von Christoph Twickel, Läden, Schuppen, Kaschemmen, eine Hamburger Popkulturgeschichte, erschien im Nautilus Verlag. Und ich sage euch auch, wann das erschienen ist. Ich glaube 2003. 2003 erschienen über Lutz Schulenburg. Daraus werden wir heute vorlesen. Und zwar nur ganz kurze Segmente, damit wir nicht irgendjemanden verärgern. Und um unsere linke Seele ein bisschen zu stressen, jetzt wo Trump nicht mehr da ist, heben wir Ulf Poschardt auf den Schild und werden aus dem, ab und an mal aus dem Buch DJ Culture von Ulf Poschardt. Aus seinem Frühwerk da. Ich weiß gar nicht, ob der da noch okay war. War der eigentlich da noch okay oder war der schon beim Tempo? Der war doch bestimmt auch beim Tempo. Poschi ist doch okay. Ja, ist okay, ach so. Erste Auflage, August 1995, erschienen bei Rogner und Bernhard Verlags KG in Hamburg. Auch hier werden wir jeweils sagen, auf welcher Seite wir unsere kleinen Schnippets rausziehen und in dieses Spiel einbinden. So, ich lege die Bücher hier mal hier hin. Und Markus. 100 Jahre Podcast. 100 Jahre Hamburger Popkultur. Anlässlich des 100-jährigen Podcasts ist heute Inauguration Day gewesen. Und wir haben einen neuen Präsidenten in den USA. Und habt ihr gesehen, vor der Inauguration wurden ja die ehemaligen Präsidenten und der Vizepräsident Dan Quayle. Sagt euch der Name noch Dan Quayle was? Ja, ich habe auch CNN geguckt. Und dann habe ich mir gedacht, ey, was ist das denn? Das ist ja der... Dennis Quayle. Und dann Dan Quayle, der Vizepräsident von George Bush. Nee, von Reagan. Der war unter Reagan, war der. Nee, unter Bush war der. Dan Quayle, der war geil. 98 bis... Nee, 88 bis 2002. 88 bis 92. Jetzt hab ich's. Sehr gut. Markus, und jetzt warte ich auf die Überleitung zu irgendwas Witzigem. Das war überhaupt nicht witzig. Das blaue Kleid. Nein, habt ihr gesehen, wie die Damen da runtergekommen sind, wie Bill und Hillary runtergekommen sind? Hillary hat nicht die Hand genommen von Bill. Bill wollte und Bill ist dauernd die Maske von der Nase gefallen und man sah seine Pinocchio-Nase dauernd. Das war so geil. Das war so ein geiles Bild. Und von George Bush Jr., hat einen schönen Arm genommen, war auch gut. Und dann kam ja Barack mit seiner Holden, Hand in Hand, war ein Glamour-Paar. 1A. Aber auch voll ergraut, der gute Obama. Ja, aber Obama ist schon der Popstar. Das ist schon, hat schon drauf. Der ist schon echt ein guter Performer. Ach so, deswegen kommst du drauf, wegen Popstar. Ja, ja. Da wird der Bogen gespannt, zurück. Bogenspann. Ihr merkt schon, mit mir ist heute nichts los. Man weiß, wie mit dir ist nicht los. Trink mir erstmal einen Schluck Bier, dann wird alles gut. Bier heilt jede Lustlosigkeit. Ja. Wollen wir jetzt mal ein Zitat aus dem Buch lesen? Fangen wir schon damit an. Ja, pass auf. Damit das hier ins Rollen kommt, ja. Bevor wir über Fußball reden. Fußball haben wir auch viel zu viel. Jetzt heute spielt auch gerade wieder. Sag mal, stopp. Mach mal stopp. Stopp. Was hast du denn da für Kaschemmen rausgesucht? Seite 118 aus dem Buch Läden, Schuppen und Kaschemmen. Seite 118. Live Nüske. Da waren über 900 Leute. Du hattest einen Raum, wo getanzt werden konnte und der ganze Rest hat auch gar nicht so richtig mitgekriegt, was da wirklich passiert. Das war natürlich schon aufregend. Mit dem Ansturm haben wir ja auch überhaupt nicht gerechnet. Ich hatte das Gefühl, dass es doch noch das ganz große Bedürfnis in der Stadt gab an Leuten, die ihre Blue Note Platten zu Hause rumliegen hatten. Das war ein sehr großer Anteil, der heutzutage kaum noch da ist. Ja, Live Nuske Mojo Club, ne? Würde ich sagen. Ich glaube, die reden über den Moto Club. Ja, definitiv. Live Nuske ist ein Mojo. Nee, über den Mojo und Rave Groove im Rotlicht. Ja, ah, das war wahrscheinlich in der Zeit vorher. Bevor ein Vorläufer davon. Einen Laden, vielleicht auch irgendwie Soul Kitchen Zeit oder sowas.
oder dazwischen irgendwo. Die wollten Prinzenbar und Docks zusammenlegen und den Durchgang öffnen. Wir wären wie ein Second Floor gewesen und im Docks lief Kraut und Rüben. Da haben wir damals gesagt, nee, das machen wir nicht, dann gehen wir raus. Das war eigentlich auch seither die bestgehende Veranstaltung in der Prinzenbar. 1991 haben wir im Oktober den Club an der Reeperbahn aufgemacht. Zack. 91. 1991, genau. Vor 100 Jahren. 92. 93, jetzt sind wir bei Simple Minds. Nee, sind wir bei Altona 93. Du kennst doch Markus. Markus bringt uns immer wieder zurück zum Fußball. Ah, meine Farben vom Schal. Ja, wir haben immer hat unser Herzensverein ja es ja geschafft, uns zum 100-Jährigen einen Auswärtssieg zu schenken. Ist das nicht toll? Ja, das ist der erste Sieg seit 1991 auswärts fast. Ja, seit 300 Jahren das erste Mal auswärts gewonnen. Und wie? Auch noch in der letzten Minute. Oder wie man immer so schön sagt, man darf das spielentscheidende Tor eben nicht zu früh schießen. Ne? Genau, Teenager-Tore sind auch immer sehr schön. Und jetzt hast du wiederum, ich bin jetzt voll hier im Fußball, das NLZ großartig. War nie besser. Die NLZ ganzen, ist die ganzen, Abkürzung für Neuseeland, glaube ich. Die ganzen NLZ-Kritiker der letzten Wochen, was haben die sich da gedacht, als Mantanovic das 3-2 gemacht hat? Was hast du, habt ihr das gehört eigentlich von Forst Ruisch, dass er unseren U16-Spieler tatsächlich gehadhuntet hat? Das größte Talent beim FC St. Pauli hat, geht zum HSV. Der erste große Wurf von Horst Rubisch. Ja. Irgendwas mit T. Ja, aber das ist ja wieder Boulevard. Das ist mir jetzt ja egal. Aber der Punkt ist der, wir haben, NLZ ist erfolgreich. Wir sind ja heute dabei, gegen die ganzen Strippenzieher hier mal Position zu beziehen. Die den Untergang des FC St. Pauli beschwören, um ihre Leute wieder so in die Stellung zu bringen. Wir waren überhaupt, Willi und ich waren, als du noch nicht da warst, haben wir uns überlegt, wie diese Episode heißen soll. Wir brauchen irgendwie einen lustigen Titel. Und wir waren schon bei Die Spinnen, die Bullen, die Schweine. Das ist gut. Ich habe aber auch Schabracken und Kaschemmen vorgeschlagen. Schabracken sind wir und Kaschemmen reden wir drüber. Was meinst du? Findest du nicht so gut, ne? Dann lieber die Spinnen, die Bullen und die Schweine. Die Strippen, die Zier und die Schnier. Die Schier. Die Strippen Nein, und die Zier. Dann sowas wie Jumbo-Chips und. Und andere Schweinereien. Und Pfeifentabak in den Schuhen. Der Pfeifen-Markus und sein Jumbo-Chip. Jumbo-Markus und der Pfeifenkopf. Ach, das Schöne ist ja, dass die Leute, die uns mögen, die hören das so einen Quatsch auch noch weiter. Und die uns nicht kennen und die uns nicht mögen, die hören ab jetzt hier auch nicht weiter, wenn es nur noch um Pfeifenköpfe geht. Apropos Pfeifenkopf, was ist eigentlich mit Corny Littmann los? Habe ich heute. Welcher Corny? Ich habe ja gefragt, der Riegel? Nee, Corny, der Littmann. Wer? Wieso hat er sich denn überhaupt zu Wort gemeldet? Wer ist denn das überhaupt? Kenne ich den? Ja, den kennst du, glaube ich. Ach, das ist unser ehemaliger Stadion-Plattmacher. Stadionsprecher. Ehemaliger Stadionvereinssprecher, Vorsitzender, Präsident. Wie kam das jetzt, dass er sich geäußert hat? Oder war das einfach so eine Art Winterloch? Na, es gibt ja kein Winterloch in dem Sinne, aber es gibt tatsächlich, lustigerweise gibt es zwei Statements heute, die, weil ich ja keine Bild-Zeitung lese, also auch keine Sportbild, muss ich ja die Mopo lesen, die dann wieder aus der Sportbild zitiert, was auch sehr lustig ist. Ja. Aber der FC St. Pauli ist quasi wieder in alter, sozusagen, da haben sich alte Gewohnheiten eingeschliffen und es wird wieder über die Bild-Zeitung kommuniziert. Ja, ist denn der, will der Corny-Riegel unsere Abwehr verstärken? Nee, der Corny-Riegel, der haut so ein bisschen in die Geschichte, die du auch, wo du gesagt hast, da erkenne ich doch ein Framing, ich Kommunikationswirt erster Kajüte. Die haben es auf Oke abgesehen, hast du vorigen Podcast gesagt, ne? Oder vorvorigen. Ja. Und da, du hast eine Kampagne gewittert. Und jetzt hat sich, glaube ich, das erste Mal jemand, von dem wir natürlich nur vermuten könnten, dass er sich damit auskennt, was eine Kampagne sein könnte, in der Sportbild zu, wird folgendermaßen zitiert, in der Sportbild,
dass man sich für seinen Geschmack in letzter Zeit zu wenig um den Sport gekümmert, sondern um andere Sachen gekümmert hat. Das wäre zwar auch alles total ehrenreich, aber ein schickes Trikot, ein eigenes Trikot schießt eben keine Tore. Diddle-diddle. Also das schließt sich doch gegenseitig komplett aus. Man kann keine schicken Trikots nachhaltig machen und Tore schießen, das geht zusammen nicht. Genau. Das hat er, glaube ich, damit gemeint. Okay. Ja. Das muss man nur mal laut sagen, dann weiß man schon, dass es sehr unterhaltsam ist. Und wer sich bei uns im Verein um schicke, neue, nachhaltige Trikots kümmert, der kann sich gar nicht um Sport kümmern. Wie soll das gehen? Die sind ja den ganzen Tag nur am Nähen von diesen nachhaltigen Trikots, wo Regenbogen drauf sind und andere Sachen. Dann ist Polyester, der schon mal als Plastikflasche im Meer war, wird wieder rausgeholt. Dann wird der kleine hier Martin Druss kriegt so eine Schere und dann schneidet er so kleine Polyesterfäden und dann macht er daraus kleine Trikots für seine Spieler. Und weiß gar nicht mehr, ob die auch Fußball spielen können. Der Bornemann macht das doch. Deswegen war da irgendwie im Blick gehabt. Nee, da hat er keine Zeit für. Der muss das Trikot schneidern. Er muss ja vorne an der Kasse stehen, links. Die müssen, wo die anderen kurzen stehen. Oh, der brauchte eine Weile. Der wäre aber sehr gut. Sekunde. Bohnenkamp, geh du voran. Du hast die größten Hosen an. Bohnenkamp steht nämlich vorne links an der Kasse und Corny liegt irgendwo im Quengelregal. Und da habe ich mich ein bisschen geärgert heute, dass er auch so, dass er auch sich nicht zu schade ist, so einen Quatsch von sich zu geben. Oder ich meine, das ist doch offensichtlicher Quatsch. Ja, aber wieso antwortet jemand, wenn er nicht gefragt wird? Oder was ist das? Sind das dann besagten Grabenkämpfe, die du da witterst? Oder ist er gefragt worden von irgendwem mit der Aussage, mach doch mal ein bisschen schlechte Stimmung? Oder wieso kommt sowas an? Ich glaube, der hat einfach Corona-Langeweile. Die letzte Story war doch, dass er mit der TUI auf irgendwie Kreuzfahrt unterwegs war vor Gran Canaria mit seiner Combo. Kuba, also ich würde gerne von den Gibson Brothers Kuba auf die Playlist setzen. Ja, wir nehmen für Corny Kuba von den Gibson Brothers. Das war übrigens eine viel geilere Reihe, ne? 20359 St. Pauli. Habt ihr da noch was von? Von der Reihe? Von der Modereihe? Warum fragst du mich? Ja, frage ich dich. Hast du noch was da von 20359? Ich hatte nie was davon. Ich hatte ganz geile Sachen davon. Du? Was hattest du denn? Zum Beispiel dieses geilen Trainingsjacke. So richtig geil. Das war eine geile Sache. 20359 St. Pauli. Ne, habe ich, weiß ich nicht. Bin ich so der. Warte mal, Merchman. Ihr müsst euch mal kurz unterhalten. Hasta la vista, Kommandante. Da gab es doch die geilen Che. Ach so, das war die Zeit. Das war so. Da hat Erik auf jeden Fall was von. 2-3, 2-4. Die Mützen haben wir ihm auf jeden Fall. Auch wenn er sich nicht haben wollte, haben wir ihm auf jeden Fall zugeschustert. Che Guevara-Zeit war das, die Che. Aber eigentlich ist Korn ja dafür verantwortlich, dass unser seliges Club abgerissen worden ist. Ne? Dafür gebührt ihm ewiges Feuer, das alte Clubheim. Das stimmt. Das war er. Aber wie gesagt, Sportbild, wie kamen wir drauf? Also wir haben ja jetzt gesagt, Bild und Sportbild. Ich habe übrigens mal eine gute Erfahrung gemacht, aber das gehört hier gar nicht her, nicht mehr das Sportbild. auf dem Sportbild-Cover, auf Cover war ich gar nicht, aber ich glaube auf der zweiten Seite, auf der ersten Seite, ich habe die Zeitschrift noch zu Hause, ist der, wie hieß der Bayern-Stürmer nochmal, der so am Ohr gedreht hat, der Italiener? Luca Toni. Luca Toni, genau. Luca Toni war auf der ersten und ich war auf der zweiten Seite. mit meinem Jetski, den ich gewonnen hatte. Wisst ihr noch die Geschichte von Willis Jetski? Wenn ihr sie nicht kennt, dann erzählt sie Willi noch einmal. Einmal noch, Willi, einmal noch, bitte. Okay, ich habe einen Jetski gewonnen. Okay, das war die Geschichte. Boah, nein, die Geschichte ist ein bisschen länger, als es gegen Nicht du hast den Jetski gewonnen, sondern wer hat den gewonnen, den Jetski? Willi Wunder natürlich, ne? Willi Wunder, mein Kosename sozusagen. Das heißt, da war so ein Managerspiel seinerzeit, also ein Fußballmanagerspiel, wie es auch der Kicker macht. Das hat dann die Sportbild auch mal irgendwie eingereiht und dann war das, glaube ich, der erste Preis oder irgend sowas. Und dann habe ich mich da, was soll man in Hamburg mit dem Jetski, egal. Ich bewerbe mich jedenfalls fürs Foto und dann war bei eBay und alles war gut. Und ich habe auch seitdem noch von Gillette oder sowas irgendwie einen Rasierer und. Für das Beste am Mann oder im Mann?
genau. Aber jetzt wäre es gar nicht so schlecht, jetzt wo ich uns so sehe. Also wenn ich mir vorstelle, wenn der 24. Lockdown beim 200. Podcast von uns und dann sehen wir uns gar nicht mehr, weil wir schon zugewuchert sind mit Haaren. Ja, wir sind ja sowieso Bärten. Mit unseren Bärten sind wir sowieso jetzt ja Corona-Querdenker-Leugner demnächst, weißt du ja, ne? FFP-Maske mit deinem Bart ist nicht. Der Bart muss ab. Ja, ich habe das gelesen. Ich hätte U-Bahn-Furchen reingemacht an die Stellen, wo mein Bart unterbrochen würde für die FFP2K95-Maske. Es wird immer besser. Dieser Podcast wird immer ernsthafter und auch einfach immer besser. Durchdacht, strukturiert. Hier wird einfach nur über Fußball, die Fußballweisheit, die glänzt. Heute war ganz geil Schuppo aus unserem Dorf, war Skifahren. Und zwar nicht in Sülldorf, sondern er war Skifahren irgendwo in München mit Kollege Alaba und noch ein Dritter. Und dann hat er gesagt, das Jamaika-Bob-Team ist wieder da. Ach so. Das finde ich lustig, ja. Aber Skifahren, naja, okay, man kann natürlich, aber darf man denn irgendwie, darf man das? Diese Sachen machen, die jetzt nicht, also so. Profifußballer dürfen das. Hier in Hamburg dürfen die Kinder nicht rodeln, aber die Profifußballer von Bayern München dürfen in München rodeln. Ja, die Gladbacher dürfen das auch. Die klettern über Dächer in Essen, habe ich mir sagen lassen. Embolo. Er hat gesagt, er war es nicht. Naja, weil er übers Dach geklettert ist. Hat ja nicht keiner gekriegt. Ja, ich meine, dann war er es auch nicht. Nein, dann hat er es auch geschafft. Unschuldig bis zum Gegenteil. Ja, bis zur... Wenn die Bild-Zeitung fünfmal was schreibt. Die Sportbild, die übrigens heute zweites Zitat über unseren FC St. Pauli aus der Sportbild belegt den Verdacht, den Markus im letzten Podcast hatte. Nämlich, dass beim Fall Himmelmann mehr vorgefallen ist als nur die sportliche Talfahrt eines ehemaligen Verdienten. Aber da bin ich jetzt am Boulevard. Was haben die denn da gemacht? Was ist vorgefallen? Naja, eigentlich ist nur der Klassiker vorgefallen, angeblich. So berichtet es die Bild-Zeitung. Oder berichtet, ich weiß gar nicht sogar, ob Bornemann zitiert wurde oder Schulz oder einfach nur gut unterrichtete Kreise, die dann gesagt haben, Himmelmann hätte sich wohl nach dem Training nicht abgemeldet und auch irgendwie beim Auslaufen und beim Kraftraum nicht so richtig sehr angestrengt und hätte eher so den, Alter, ist mir egal. Und dann wird irgendjemand zitiert, ich weiß nicht mehr wer, mit dem Wort, lieber 5 Stunden Shitstorm als 5 Monate Stress in der Kabine. Und das war ja genau unsere Vermutung, dass das irgendwie, dass es da eine atmosphärische Störung gab. Ja, ist ja auch jedem Beteiligten zuzugestehen, was er da gemacht hat. Aber wie gesagt, deswegen fand ich das auch einen normalen Vorgang, der jetzt da stattgefunden hat. Und siehe da, sofort machen wir mal Profifußball, ist der Shitstorm da und wir gewinnen auswärts. Aber jetzt muss mal weiter gewonnen werden. Gegen Ingolstadt müssen wir gewinnen und jetzt geht es erstmal gegen Regensburg. Meine ich, Entschuldigung, Regensburg. Ich wollte gerade sagen, Ingolstadt. Dritte Liga sind wir noch nicht und die bleiben auch noch unten. Nein, also gegen Regensburg, den Jahn. Am Wochenende dann gegen Regensburg mit Burgstaller. Geil. Kriegen wir an die andere sofort, bist du im Team, also dein Namensvetter, Erik Schmidt? Das weiß ich nicht, aber ich habe heute gelesen, dass wir bei Erik Schmidt. Übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, weil es uns so peinlich ist, dass wir die Namen immer nicht richtig aussprechen können und wir auch die Telefonnummer von unserem alten Stadionsprecher nicht haben, der ja diese berühmte Liste hat, wo lautmäßig aufgemalt ist, wie die ausgesprochen werden. Das haben wir ja nicht. Wir haben noch nicht mal eine Ahnung, wie die geschrieben werden. Also haben Willi und ich festgelegt, dass wir den Spitznamen geben. Und ihr müsst dann erraten, wen wir meinen. Also zum Beispiel Erik Schmidt. Tricky the Rick. Von dem weiß ich zufälligerweise, wie der heißt. Eric Smith. Heißt Erik Schmidt. Erik Schmidt. Der Schmidt. Also der Schmiddel, der spielt, weiß ich nicht, ob er spielt. Der könnte aber spielen. Also was ich wahrgenommen habe, war, er war gar nicht im Kader, weil er die letzten 4 Wochen anscheinend nur auf Kunstrasen trainiert hat.
und das doch ein anderes Momentum ist, als auf echtem Rasen Wettkampfbedingungen zu haben. Deswegen gibt man ihm noch ein wenig Zeit. Insofern ist das zwar ein bisschen komisch, dass es ja dann doch wieder keine Soforthilfe ist, aber zumindest eine fast Soforthilfe. Ja, es ist perspektivisch für die Hinrunde der nächsten Saison. Na, zumal wir, und das habe ich heute gelesen, nein, wir haben eine Kaufoption. Ach, bei dem haben wir eine Kaufoption. Bei dem haben wir eine Kaufoption. Und sag mal, es gibt noch einen Zugang, es gibt noch eine Thematik im Innenverteidiger, dass da noch einer kommt, habe ich mir sagen lassen, dass jetzt ein Mick de... Ja, da also gab es... Mick de Willi de Will, ist er abgesagt. Ich kenne den Namen nicht, aber es war... Mick de Will ist auch verstorben. Leider Gottes. Nehmen wir was von Mick de Will auf die Playlist. Der hat den gleichen Namen. Der hat sich jetzt oh, Butter Gottes. Hat sich jetzt für einen holländischen Verein entschieden, Innenverteidiger. Aber vielleicht passiert auch noch was. Was macht denn Lawrence von Arabien? Ja, der soll ja zurückkommen. Ne? Ist er schon wieder im Training? Was hat denn der an Verletzung? Was hat denn der immer an Zipperlein? Immer Muskulatur? Ja, der hatte, glaube ich, eine Verhärtung. Eine Verhärtung in der Nähe des Gesäßes. Jetzt lach nicht so dreckig. Naja, der hatte ja nur auch mal Corona, ne? Da musste ja auch selbst als junger, durchtrainierter Mensch auch erstmal wieder zurückkommen von. Ja, vielleicht war das, meinst du, es war schon eine mutierte Variante? Weiß man nicht. Oder ist er vielleicht geimpft worden? Vielleicht ist die in ihm mutiert. Boah. Das wäre natürlich ganz cool. Also der Mutant von St. Pauli, Lawrence, der Mutant. Mutanten, Monstren, Mutationen. Unsere Innenverteidigung. Wie heißt der von den Marvel Comics, der Mutant? Sind das nicht alle Mutanten? Ja, aber dieser komische Kraftputz. Den könnte man in der Verteidigung gut brauchen. Hulk, so ein Hulk. Der wäre cool. Ja, aber da gibt es auch ein Tor, ne, bei den Marvels ein Tor. Und der steht nicht im Tor. Ne? Das ist, der hat ja auch einen Hammer. Und das war auch kein Torwart. Den letzten Hammer, den wir, das war, wie hieß unser Hammer, den wir hatten? Der Linksverteidiger beim letzten Auswärtssieg im Volksparkstadion, das war Penny. Matt Penny. Der Hammer, der Torhammer. Den hab ich übrigens verpflichtet, weil ich zeige ihn euch mal. Den hast du verpflichtet, Matt Penny. Ich dachte, jetzt zieht er irgendwie die Hose runter. So weit sind wir doch nicht. Liebe Zuhörer, wir wollen euch jetzt diesen Anblick hier nicht zumuten, den wir jetzt haben. Oh. Oliver Penny, Matt Penny. Das ist ja der Hammer. Das ist gut. Können wir es ja nicht zum 100-Jährigen hier an unsere Kundenzuhörer hier mal verlosen? Wir verlosen Matt Penny. Einmal Matt Penny, McPenny, Matt Penny. Sehr gut. Aber das muss schnell laufen, der läuft am 3. Februar ab. Gutes Rindfleisch ist das. Gutes Rindermett. Sowas ohne ist, Schwein. Sowas isst du hier? Ja, mit Zwiebeln und Pfeffer. Ja, das geht. Auf Schwarzbrot. Was Leckeres gibt das gar nicht. Ich glaube, das nehme ich mit. Das nimmst du gar nicht mit. Du hast auch gar nicht gewonnen. Gib her. Gib mir Penny mal, her. Du hast noch nicht mal Geburtstag. Das kommt erst noch. Den habe ich verpflichtet. Du hast Luhukay verpflichtet und ich habe Matt Penny verpflichtet. Und mir geht's immer gut. Ich habe immer was zu essen. Schwarzbrot. Ja, aber ansonsten finde ich jetzt die ganzen Zugänge, die wir jetzt kamikaze-mäßig oder vielleicht mit großer Voraussicht jetzt gemacht haben, da scheint ja eins zum anderen zu fügen. Und ja, seit unserem letzten Podcast gegen Würzburg scheint das ja alles jetzt in die richtige Richtung zu laufen. Ja, also wenn jetzt hoffentlich tatsächlich die Serie kommt, die wir brauchen und die dann Punkte bringt, wäre das sehr schön. Willi, wir sind seit drei Spielen ungeschlagen. Wir stehen mit einem Punkt entweder zu Sandhausen oder Braunschweig quasi schon mit einem Bein auf dem sicheren Ufer. Wie viele Punkte brauchen wir noch zum Aufstieg? Ich habe das mal durchgetestet. Ab jetzt gewinnen immer wir. Und dann sind wir am 31. Spieltag Erster vor dem HSV und vor Hannover 96. Echt? Das ist gut. Wow. Da setze ich jetzt mal 1 Euro drauf. 1 Penny. Ja, das ist Pennies from Heaven. Sehr schön. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir da in die Richtung kommen. Aber, um nochmal die fußballerische Variante. Also, ihr seid mit den Zugängen zufrieden. Also auch mit den Leihgeschäften. Um mal die falschen Namen, Mamouche, das ist gar nicht so falsch. Mamouche, das ist gar nicht so falsch, okay. Also Mamouche wird schon wieder hochgejubelt, wie Salazar. Genau, und der hat sich ja anscheinend tatsächlich
Im Sommer ist er schon angesprochen worden von St. Pauli und er hat sich positiv beraten lassen durch einen ehemaligen Stürmer von uns, den wir geliehen hatten von Dortmund, glaube ich, seinerzeit. Ginczek. Idi Amin. Mao Zedong. Und dann sind wir damit den Kreis geschlossen, der damals gegen Regensburg die rote Karte gesehen hat im Jahre 2014 oder 13, wann war das? War das rot oder gelb? Das war rot. Der hat doch damals den Rahn gefällt. Ja, aber auch wie? Das hatten wir hier schon ein paar Mal, ne? Also nie vergessen. Wir wollen ja auch Evergreens. Da standen wir gegen gerade. Ja. Und Ginczek hatte ein Tor vorne verschossen oder daneben geschossen oder wie auch immer. Naja, wir lagen hinten und dann haben wir wieder einen Ausgleich eigentlich gemacht. Oder Ginczek hat sogar einen Ausgleich gemacht, hat ein geiles Spiel gemacht, Ginczek, wie immer damals in der Saison. Hat auf jeden Fall in dieser Szene, übermotiviert hat er dann den Rahn, also unseren alten Verdienten. Der Rahn hat den Ball ihm abgeluchst, ist weggelaufen, er ist umgefallen und lag dann da und hat dann ganz kurz überlegt, man hat diesen Gedanken in seinem Kopf von der Gegengerade einfach sehen können, hat gesagt, nee, den Ball, den will ich wieder haben und ist wie so eine Eisenbahn, die deutschen Eisenbahnen sind nicht so schnell wie das, was ich jetzt zeigen will, wie so eine japanische Eisenbahn mit 300 Stundenkilometer, aber wirklich wie auf Schienen, auf Abfangkurs zu Herrn Rahn gegangen und hat den ungefähr mit 80 km/h und 200 Kilo Lebengewicht einfach vor den Beinen geholt. Ja, danach war er ja auch verletzt längere Zeit. Wir standen da und haben gedacht, Alter Schwede. Der hat ja auch danach von Boll und Co. ja richtigen Einlauf bekommen. Aber der war noch jung. Ja, er war noch sehr jung. Der war motiviert und jung. Ja, aber es war nicht okay. Das war nicht okay. Aber dann sind wir beim Kreis geschlossen. Ich fand die Szene gut. Ja, so, keine Sache. Sie ist unvergessen. Aber deswegen schließt sich der Kreis. Und deswegen werden wir gegen, nicht Ingolstadt, gegen Regensburg gewinnen am Wochenende. Weil der Rahn fehlt. Das ist immer noch verletzt. Wie kommst du jetzt eigentlich mal auf Ingolstadt? Wieso bist du schon wieder mental? Das ist falsch verknotet da oben bei ihm. Da ist ja aber auch viel falsch verknotet. Wenn er über ob die Ingolstadt St. Pauli sprechen willst, kommt immer Preußen-Münster. Ingolstadt, oder Regensburg, Hauptsache Nürnberg. Hauptsache Italien. Hauptsache Franken oder sowas. Hm, okay. Also. Oh ja, der Frankenwein. Den würde ich gerne mal wieder trinken. Wie heißt denn so Torhüter? Wer weiß, Preisfrage. Schrabitzki. Du weißt noch ohne, ne? Niederlage. Ohne Niederlage noch. Ohne Niederlage, unser Star-Torhüter, unser neuer. Die sind alle ohne, Mamouche auch. 3 Spiele, 1 Sieg, 2 Unentschieden. Die sind alle, die wissen eigentlich gar nichts und deswegen spielen das die wahrscheinlich alles auch Marvel, so gut. So alle Marvel, die sind upcoming Stars bei Marvel alles, ne? Marvel, you did my world on fire. Das war Marvin. Ja, ich dachte. Was macht eigentlich Marvin? Muss man seinen Vater fragen. Marvin Duksch. Aber Marvin Duksch geht zu Mainz. Geht nicht zu Mainz? Noch? Ja, ja, der darf Bundesliga jetzt, das war ja auch klar. Die verkaufen den jetzt in der Winterpause? Haha, das ist verrückt. Echt? Ja. So verzweifelt sind die in Mainz. Ja. Dass die den Duksch von Hannover. Jetzt ist auf einem Level mit Mateta. Das heißt, jetzt hat der Kind erstmal seine Investition wieder zurückbekommen. Ja, ist auch nicht dingfest, aber Mateta ist anscheinend bei Crystal Palace, glaube ich, irgendwie schon zum Vitamincheck, wie das heißt, Medizincheck. Und ja, Duksch ist im Gespräch. Ja. Ja, nicht, dass sie jetzt nachher den Burgstaller wegholen. Das ist doch eine Karriere, von St. Pauli über Kiel nach Mainz. Nach Hannover. Nach Hannover, nach Mainz. Ja. Ich meine, da kannst du nicht viel falsch machen. Da war Düsseldorf dabei. Düsseldorf auch dabei, ne? Mann, was wir alle schon gesehen haben an ausgewählten Fußballern hier bei uns. Ja, das ist, wie gesagt, also das ist dann nochmal die Frage unserer Lieblingsspieler, der Profifußball. Wir sollten uns daran gewöhnen, dass wir eben nicht mehr die Stars haben, die wir dann abgöttisch leben und wo die Poster übers Bett aufhängen, sondern das sind halt kurze Stippvisiten mit Anekdoten, die dann. Ich google jetzt nochmal Horst Rubisch. Ja, aber dann lass uns doch passend zum Inauguration Day heute über Spieler sprechen, von denen wir in ihrer Amtszeit gar nicht wussten, wie sehr sie uns fehlen werden, so wie Donald Trump uns fehlen wird, jetzt wo der langweilige Biden Präsident ist. Und er hat keinen Twitter-Account mehr, man kann sich überhaupt nicht mehr aufregen, ist auch überhaupt nicht mehr lustig. Aber haben wir Spieler, wo wir sagen,
als sie bei uns waren, ist der ist mir gar nicht richtig aufgefallen, aber irgendwie fehlt er mir jetzt. Walter Frosch. Nein, nee, keine Legenden, einfach Dieter Schlindwein. Auch mal keine Legenden. Dieter Schlindwein fehlte mir schon nicht, als er nicht da war. Also Dieter fehlte nicht, nee. Nee, Dieter fehlt, den habe ich immer getroffen in der Dresdner Bank in Blankenese, weil wir Geld geholt haben. Wir hatten eine Zeit lang, ungefähr ein halbes Jahr, immer dieselbe Frequenz. Wir haben uns immer irgendwie nachts um 12:30 oder abends um 11 oder so im SB-Bereich der Dresdner Bank getroffen. Also ich bin heute tatsächlich, fällt mir gerade lustigerweise, mit dem Fahrrad an der Bank vorbeigefahren in den SB-Bereich und irgendwie sehen die Leute da immer so, als wenn sie da irgendwie am Hinpinkeln sind, also praktisch, wenn sich diese Auszüge holen. Das sieht aus wie so wahrscheinlich ist es, dass man das nicht mehr so kennt, wie in Clubs, ne, dass sie so nebeneinander stehen auf der Herrentoilette so am Strullen sind, so ein bisschen sieht das so aus, so warten sie, dass das passiert, gucken sie sich so um, ist so halb dunkel und so, ne. Vielleicht machen die das auch alle, das wäre natürlich nicht gut für die. Das wäre doch die Idee Drucker. Für den nächsten Club, den du aufmachst, Willi. Du machst einfach Geldautomaten bei jeder an die Pisserinne. Aber dann kann man mit der einen Hand hält man den Schlörn und mit der anderen geht man die Geheimzahl ein und holt das Geld raus. Ja, das wäre was, ne? Da muss man nur aufpassen, dass man nicht die beiden Hände verwechselt. Oh. Liebe Mithörer, ist das nicht schlimm, was ich hier ertragen muss? Das ist überhaupt nicht schlimm. Jetzt streng dich auch mal ein bisschen an und mach mal mit hier. 100 Jahre freie Assoziation. Wir wollen einen Fußball-Podcast machen. Na Quatsch. Zukunftsperspektive für den FC St. Pauli. Das wolltest du noch nie. Du wolltest immer über Fußball reden. Als Oke Fanboys. Und dann komme ich hier hin und ich bin erschüttert. So, das habe ich ehrlich gesagt. Das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Noch nie. Ich möchte, dass du das sofort zurücknimmst. Dass ich erschüttert bin. Nee, dass ich ein ernsthafter Fußball-Podcast bin. Das möchte ich nicht. Aber ich dachte, das ist hier einer. Ernsthaft, Quatsch. Schlag mal auf hier. 100 Mal hast du dich hier hingesetzt und du musst dann inzwischen wissen, dass hier nichts ernsthaft ist. Ja doch, du bist gerade ernsthaft. Das ist ja wieder das Problem. Die Negation der Negation. Gar nicht. Ja, jetzt mal ganz entspannt hier. Also, ich sag euch mal, wen ich vermisse, wo ich damals noch nicht wusste, dass ich ihn vermissen werde, ist Patrick Funk. Sage ich jetzt zum Beispiel mal. Patrick, könnt ihr euch überhaupt noch an Patrick Funk erinnern? Ja, war so 1,60 groß, glaube ich, blond. Blond und kam auch irgendwie aus Dortmund, ne? In Stuttgart, oder? Stuttgart, ja. Richtig. Sowas. Der war irgendwie, der wäre schnuckelig. Ich vermisse ja, aber den habe ich ja damals schon vermisst. Jetzt kommt es, ich weiß den Namen nicht mehr. Kringe. Nee, Amoroso. Oh, wer ist das denn? Amoroso? Unser Amoroso. Aus Panama. Ah, ja, drei Spiele. Ja, irgend sowas. Drei, ne? Oder vier Spiele. Stimmt. Armando Cooper. Ah, Armando Cooper war der geil. Ich habe nie Spiele, der so lässig den Ball da getan. Nationalspieler hat. Für ein Land. Für Panama. Panama, genau. Und der hat uns ja damals mit Julian Koch, als sie kamen. Ne? Julian Koch, Armando Cooper und Waldemar kamen damals auch. Ach, das hast du in der Mopo gelesen, ne? Die Winterzugänge des FC St. Pauli. Ich glaube, es ist eine schöne. Nee. Das du liest ja noch die Mopo, aber ich habe es erlebt. Ich bin ganz großer Mopo-Freund geworden in letzter Zeit. Haben die du bist doch hier der Aktenkofferträger von Butch. Ich bin. Von Peter Knebel auf dem Jenispark. Ich könnte jetzt noch ein Praktikum bei Peter Knebel machen, glaube ich. Im Jenispark. Als Aktenträger. Wisst ihr, wo Peter Knebel eigentlich ist? Im Jenispark? Nee. Bei der Loki Schmidt-Ausstellung. Nein, wo der jetzt gerade ist, tätig ist, wisst ihr gar nicht, ne? Ja, sag doch mal. Ja, pass mal auf, der ist tätig vom FC Schalke 04. Die haben gerade 2-1 verloren gegen Köln. Ja, dann macht er den ganzen Nachwuchsarbeiten. Das wird der praktische Nachfolger von Helmut Schulte. Das wird der neue Helmut Schulte werden bei uns. Da kommt der nächste hier. Den als Sportchef. Connectis. Peter Knebel als Sportchef zum St. Pauli. Ja, genau. Der holt nochmal die ganzen geilen St. Pauli-Spieler. Und wenn Uke und Bornemann in einem Rutsch in der JHV weggewählt werden? Kommt Peter Knebel. Vom Mob, der sozusagen, der eben noch im Kapitol im November bei der JHV ist. Wo ist Mike Pence? Wo ist Oke Göttlich? Wo ist er? Wo ist Bornemann? Nee, werden sofort abgewählt. Nein, überhaupt nicht. Wer ist Trainer von der U23, Schalke? Weiß nicht, also Moor? Nee. Also, Thorsten Fröhling. Ja, es sind alles alte Seilschaften, würde ich sagen. Ne? Ja.
Thorsten Fröhling, muss man dazu sagen, ehemaliger St. Pauli-Spieler, erfolgreicher Trainer bei Altona 93 und ich glaube auch Norderstedt war er auch noch, ne? Also ja, ich finde, und bei 60 München war er dann. Also ich finde, ein geiler Typ. Der fehlt uns der, auch noch. Thorsten Fröhling fehlt uns. Der hatte ein Sonnenbankstudio, hat er aufgegeben. Der hatte Sonnenbankstudio. Oh, ist das wunderschön. Ich stelle mir das gerade vor. Sonnenbankstudio. Vitamin C. Ja, dann vorne macht sich gerade die Aushilfe, die Nägel und sagt, wir haben leider keine Termine mehr frei. Die ganze Mannschaft von Schalke 04 liegt auf der Liege und lässt sich brutzeln. Und ich komme dann nachher mit so einem braunen Nagellack und mache die weißen Stellen auch noch bestimmt. Aber die sind aber gerade geschlossen oder nicht? Weil ich habe jetzt gesehen, in Rissen, die Fußmaniküre hat gerade auf. Meinst du Schalke 04 oder die Sonnenstudios? Generell die Sonnenstudios und die Fuß. Nee, wüsste ich jetzt nicht. Also es gibt immer so Sonderregelungen, aber ich glaube, es ist alles geschlossen. Ja, eben nicht. Du kannst in Rissen, kannst du die Füße machen lassen. Fußpediküre ist erlaubt in Hamburg. Ist ja auch medizinische Pediküre. Irgendwie, ja, aber eben. Aber es geht auch nur, wenn du Rissen in den Füßen hast. Wenn du Rissen in den Füßen hast. Jetzt hat das die Willi endlich. Wie lange haben wir gebraucht, damit Willi das Niveau dieses Podcasts auf das 100-jährige Niveau anhebt? Das ist wundervoll. Rissen an den Füßen, das ist wunderschön. Zumal das auch viel mit dem Hamburger Fußball zu tun hat, weil es gab so Mannschaft, gegen die durftest du nie verlieren. Rissen gehört da ungefähr dazu und Wedel und TuS Ostdorf und so, das ist alles nicht schön gewesen. Ja, du bist ja am Westen. Also ich bin ja im Süden unterwegs gewesen, viel. Und da gab es kein Rissen und da gab es kein Wedel. Das war dann so Harburger TV und Vieren Marsch. TuS Jahn, Wilhelmsburg. Vieren Marsch Landig. SV Finkenwerde. Eintracht Harburger Berge. Altenwerder und. Hast du Finkenwerder gesagt? Ich meine, dass du Namen von Spielern nicht weißt, das wusste ich, aber dass du auch Namen von Stadtteilen nicht mehr weißt. Liebe Mithörer, ich wusste nicht, ob ich das hier einfach bei einem sexistischen Podcast teilnehmen werde. Wieso, was hat ein Ficken mit Sexismus zu tun? Seine wunderschöne SV Moorburg. Wunderschön, wenn die Leute, die in der Sportbild sich sozusagen ereifern, öfter mal nach Fickenwerder fahren würden, dann wäre die Welt besser. Das sage ich dir so. So. Ja. Du hast doch in Finkenwerder ein Boot. Ich hatte mal ein Boot in Finkenwerder, ja. Und einen Koffer in Berlin. Was ist eigentlich, wenn iTunes und Apple, das ist ja hier so ein Zensurbüro, hier so ein amerikanisches Zensurbüro, wenn ich diese Episode jetzt Finkenwerder nenne? Das verstehen die nicht. Wenn du Fackenwerder. Fucking Werder. Fucking Werder? Fucking Werder und. Ein Problem. An der Kasse oben links. Das wäre auch ein schöner Titel, an der Kasse oben links. Der wirst du rausgefiltert bei fucking Werder. Man findet einen Sportchef auch nicht an jeder Kasse oben links. Sind wir auf der Suche nach einem neuen Sportchef? Wir haben doch unseren an der Kasse oben links. Wir brauchen keinen neuen. Also wir wollen ja keinen neuen. Wir wollen den Bohnenkamp austrinken bis zum Bohnenpunk Ende. Bohnenpunk ist auch schön. Das ist ein echter Bohnenpunk. Das ist so Fleisch-Lego ist das. Fleisch-Lego, das muss man sich nochmal. Heiße Ecke kriegen wir doch jetzt demnächst. Heiße Ecke. Heiße Ecke. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Also Fleisch-Lego, bitte einmal alle bei Spotify nachgucken. Dieses Bild von diesem Typen, so ein Dünner mit einer langen Nase und so einem Goldkostüm und der heißt Fleisch-Lego, ein Punk-Gott aus der Schweiz, aus den 90er Jahren, ohne Willi. Hätte ich den niemals sehen müssen. Jetzt habe ich ihn sehen müssen und kann ihn natürlich nie wieder aus meinem Gehirn. Ja, da muss ich nochmal schauen. Ich muss rausschreien, aber mit beim Konzert. Ist das so Elektro-Punk oder was? Nee, das ist so Punk, wie er in den 90ern oder so gemacht wurde. Mit wenig Melodie, mit kurzen Riffs und mit Texten, die sehr gehaltvoll sind. Pack doch mal auf die Playlist ein Stück von der neuen Sleaford Mods. Die ist ja am Freitag rausgekommen, oder? Ja, das ist ein guter Crossover. Das ist, ich habe das zweite Lied, habe ich mal angehört. Das ist schon genau das, was man braucht, um seine Familie zu ärgern. Das stimmt. Wenn ihr mal euch unbeliebt machen wollt zu Hause, wenn ihr mal eure Mitbewohner im Lockdown ärgern wollt, hört euch die neue Sleaford Mods an. Und zwar ist das die
Und es ist gut, es ist wirklich gut. Ja, es ist gut, dass es das gibt. Es ist wirklich gut. Es ist wirklich gut zu sagen. Morgen Mindy, sag ich nur. Ja. Ich finde übrigens auch sehr schade, dass Boris Taschi nicht mehr da ist. Ich finde, das steht St. Pauli ganz gut, einen Spieler in, und jetzt wirklich Anführungsstriche, mitzuschleppen. Alleine nur, so wie seinerzeit Morike Sarko oder. Morike Sarko ist ein hervorragendes Beispiel für jemanden, der nur bei St. Pauli so sein konnte, wie er ist. So, und warum soll sollte Boris Taschi nicht. Ich mache wieder ein Schreibgespräch, liebe Leute hier. Was vermisst du an Boris Taschi? Na, überhaupt. Dass wir einen das Spieler Glücklose. Haben, den wir durchschleppen. Ich möchte keinen Marvin Knoll durchschleppen. Da haben wir noch einige Leute im Kader. Ja, aber die haben ja noch ein Ego. Der hat ja kein Ego. Der hat sein Ego schön, wie es sich gehört, nach hinten gestellt und hat sich in den Dienst der Mannschaft gemacht. War ein geiler Typ, hat immer lustige Witze gemacht, wie ich mir habe sagen lassen. Ist einfach eine coole Socke gewesen. Hat nur ein einziges Manko gehabt, dass er keine Tore geschossen hat. Doch, der Mann hat schön Elfer geschossen und auch versenkt. Ja, aber nicht in einem Zweitligaspiel. Er hat nie eine richtige Chance gehabt. Oder? Na, er stand ein paar Mal in der Startaufstellung. Also nachher sicherlich zweimal, würde ich sagen, Startaufstellung, aber immer ein bisschen unglücklich performt. Ja, das Spiel ist ein bisschen an ihm vorbeigelaufen. Das ist, ja, aber das ist doch genau der Begriff, den ich im Zusammenhang mit dem FC St. Pauli eigentlich nicht haben will. Performen. Einer muss nicht performen, den nehmen wir so mit. Ja, den, wir mal, du sollst nicht immer von Knoll reden. Ah, apropos, FFP2, Marvin Knoll, Bart, hallo? Der ist ja wohl jetzt ab bald, wa? Der muss so ab wie von Robert Habeck. Deswegen sieht man auch gar keine Bilder mehr von Marvin Knoll. Heißt der Robert Habeck? Robert Habeck. Wie geil ist der Name? Robert Habelker. Ach so, sehr gut. Robin Habeck. Also Robert Habeck. Marvin Habeck-Knoll. Der möchte gern Kanzler aus der niedersächsischen Diaspora. Oder wo kommt der alle her? Aus meiner Wahrnehmung kommt er aus irgendeinem Priel in Bremer Sünde. Das ist doch so ein Typ, der ist als Kind, hat ihn sein Vater im Schurwoll-Pullover mit an Priel genommen und dann ist er da runtergerutscht, den Deich, und hat sich Pumonas gemacht. Du musst das hier, bei diesem Podcast musst du sagen, ja, das war in der Schule schon immer so, dass er beim Fußball nicht gewählt wurde, sondern übergeblieben ist und zu der Mannschaft gehen musste, die einer weniger war. Ja, dann frag doch hier den hier, dann unseren Lieblingsautor. Butti Rosenfeld? Nee, der Pastorensohn. Pastorensohn. Ach, du meinst Benjamin Stuttgart-Barre? Ja, der Stuttgart-Barre kann dir genau sagen, wo der herkommt. Ist das ein guter Kumpi von dem, oder? Der kommt aus dem gleichen Stall. Die kommen aus Gütersloh? Das ist dieses Label Pastorensohn. Evangelischer Pastorensohn. Da kommt entweder Stuttgart-Barre raus oder sowas raus. Du meinst die Rebellion oder die als Rebellion getarnte Anpassungsfähigkeit? Ja, also jetzt wird's gefährlich. Ich habe ja soll ich das Licht dimmen? Ja, du kannst mich jetzt. Jetzt wird dieser Podcast politisch, ne? Ja, leg mal los. Oh, Boris Palmer hat dort wieder ein Zitat gebracht, das fand ich ganz witzig, aber wenn ich das witzig finde, weiß ich nicht mal, wie das witzig findet. Ja, sag doch mal, dann sage ich dir das, ob ich es witzig finde. Er meinte ja irgendwie, es gab jetzt eine Beraterin bei Frau Merkel, die meinte, es gibt ja dieses Zero-Covid. Also du musst diese Rate auf Null bringen. Und dann hat er gemeint, ja, super Idee, also aber vorher wäre man lieber Null Verbrechen, Null, da gab es Null Hunger, Null Kriege, Null CO2. Und dann könnten wir über Null Viren reden. Ach so. Ja. Ja, das ist alles super, oder? Ja, braucht man gar nicht weiter zu kommentieren, den Unsinn, ne? Nee, ich finde es sehr gut. Ich sage jetzt politisch, ich finde es gut, ich finde es scheiße, ich finde das gut. Nee, ich finde es nicht scheiße, ich finde es Unsinn. Also der hinkt noch nicht mal, der Vergleich hat überhaupt gar keinen Fuß und jetzt, Bein. Jetzt wird dieser Podcast politisch, ne? Ich sage ja, unsere letzte Hoffnung ist Boris Palmer. Jetzt bin ich auch gespannt. Boris Palmer ist der Vater von Laura Palmer. Laura Palmer. Aus Twin Peaks. Und der hat, kann der Tore schießen? Der am Tag danach. Also wenn er Tore schießen kann, ist mir das auch einigermaßen. Ja, Tore schießen soll Burgstaller. Burgstaller. Aber der ist mir auch viel sympathischer als Boris Palmer. Ich weiß, du provozierst gern
und du bist ein Freund von der FDP oder wo dieser Boris Palmer. Du bist doch der Freund der FDP. Entschuldige, liebe Hörer, dieser Herr hat sein Schiff bei den Großkopferten da in irgendwie in der Kieler Förde sitzen. Ach so, Großkopfert sind die gar nicht. Ja. Das ist ein kleines Fischerdorf. Ja. Wo die kleinste Höhle. Nein, der Punkt geht hier um die Radikalität. Der Punkt geht um die Radikalität. Und diese, jetzt sind wir da noch wieder politisch. Wir haben politische Zeiten. Die Radikalität, die Merkel-Administration hat, ist so eine Sache. Und das lutheranische Merkeltum in ihrer Radikalität ist immer so eine Sache. Ne? Also, es kann ja sein, dass der eine oder andere es auch hier im Podcast gerne mag. Ich fühle mich da gerade so ein bisschen unwohl bei, weil gerade alles Radikale ist nicht gut und Zero-Covid ist einfach gefährlich. Weil Zero-Covid heißt Zero-Life. Okay. Aber so viel dazu, aber dann höre ich jetzt auch auf zum 100. hier, ne? Also ich bin auch für Zero, also die Null hinten muss stehen auf jeden Fall. Ich meine, die Coke Zero war ja auch schon so eine Schwachsinnsidee. Trinkt ihr Coke Zero? Nee, ich Coke hier, ich habe Coke Zero, ja. Ich mach Coke Zero schon seit Hero. Coke Zero, ich bin auf Null. Ach so, ich dachte Hero von Hero, David Bowie. Ich hab mir Beton in die Nase gegossen, damit ich wieder atmen kann. Und dann, das war alles nur. Oh, Zement mal bitte. Zitier doch mal aus Zement mal bitte. Oh, eigentlich haben wir die Kurve gekriegt von Boris Palmer. Ne? Alter. Du kannst recht zu Porsche gehen. Wie sind wir eigentlich von Boris Palmer zu Kokain gekommen? Über Laura Palmer. Das ist jetzt gefährlich. Das müssen wir jetzt. DJ Matt kam immer an und wollte mal auflegen. Er durfte aber nicht. Später dann. Das war auch gut so. Da muss sich jeder erstmal herankämpfen. Hin und wieder gab es im Powerhouse auch Konzerte. Poor Righteous Teachers zum Beispiel. Die ganze Yo Mama Gang hat sich mal das Mikrofon geschnappt. Tobi und Bo haben damals schon angefangen, mit den gängigen Rap-Klischees zu brechen. Seite 222, Schnapszahlenseite. Ja. In Christoph Twiggels Herausgeber Läden, Schuppen und Kaschem. Also Nautilus auf jeden Verlag. Fall immer ein Kauftipp. Also wenn man sich interessiert für Kultur, Subkultur, großartiges Buch. Ist ein Evergreen. Apropos Powerhouse. Powerhouse ist doch ein sehr, sehr gutes Beispiel für einen Club. Wo war der noch, Willi? Da sind wir in von Utrechtstraße. Das Gebäude, glaube ich, das jetzt das East Hotel ist, meine das ich. War doch so ein Neubau. Das war doch aber so ein altes Gebäude, kurz vorm Abriss. Kurz vorm Abriss, genau. Genau, so war das. Und da war da nicht auch so eine Muckibude drin, deswegen hier, ja. Oder vorher war eine Muckibude. Vorher war eine Muckibude drin und den Namen haben sie, glaube ich, sie haben dem erstmal keinen Namen gegeben und das war, glaube ich, der Name, der da dran hing oder irgendwie sowas. Sowas, genau. So wie die Kneipen, so wie der Schlachter vorher hießen und so, ne? So. Und für mich ist ja das Powerhouse als Club an sich das beste Beispiel für etwas, was aus der Subkultur sozusagen startet. Das erste Jahr auch einigermaßen ganz geil ist und dann wird es von Pinneberg und den Vororten entdeckt und dann ist einfach vorbei. Ja, da gibt es ja genug Beispiele für. Ne? Also ich habe ja vorhin schon dieses Zitat mit Soul Kitchen gemacht. Ich glaube, das war auch so eine Geschichte, Kellerbar, wie hieß die Straße hinten noch? Bei der Hafenstraße, hast du auch Hafenstraße hinten? Bernhard-Noch-Straße. In den Keller runter mit großartiger Musik, großartigen DJs. Naja, da hat man ja gar nicht gewusst, wo man zuerst hingehen soll. Also ganz am Anfang, rechts runter in den Keller, Soul Kitchen, dann war die Washington Bar. Mhm. Dann hinter der Washington Bar, wie hieß das mal noch? Du meinst hinter, also in der so ein Schlauch auch, mit so pinken Tapeten, pink-goldenen Tapeten an der Wand. Lamu. Ach Mensch, war ja auch Anfang der 90er Jahre. War auch in der gleichen Straße? In der gleichen Straße. Das ist kurz vor der Ecke, wo jetzt die. Ich hätte fast Drogenhändler gesagt. Wo die Leute stehen, die immer mal was zum Naschen haben. Harrys Hafenbazar und so auf der Höhe. Nee, war noch einen Tick weiter noch. Okay. Ja, das kann. Ach, weiß jetzt nicht mehr genau. Hab ich vergessen. Wenn ihr wisst, wie das hieß, 90er Jahre, Bernhard-Nocht-Straße auf der von oben kommend rechten Seite, hinter der Washington Bar, dann schreibt mir bitte unter Chiffre Fickenwerder. Chiffre Fickenwerder. Ich schreibe auch garantiert zurück. Bitte Einsendung, nur bitte mit Foto. Das finde ich sehr gut.
Markus, hast du was gefunden, was du ist ja alles sehr interessant. Also ich kann euch empfehlen, das Buch hier, Läden Schuppen Kaschem. Ja. Ja, das erinnert mich so an meine Zeit, so ab 85, 86, 87 hier. Ja, wenn du da was siehst, was du gerne zitieren möchtest. Ja, ich müsste das ja erstmal alles hier so Bilder in Wort fassen. So lesen. Ja, wir dürfen ja auch nicht einfach nur Bücher vorlesen. Wir müssen ein Spiel draus machen. Und vielleicht können wir selber mal ein bisschen was erzählen, wo wir die letzten 100 Jahre uns rumgetrieben haben. Also ich bin immer noch bei dem Thema Leute, die, als sie bei uns waren, nicht so richtig aufgefallen sind, wie eigentlich spannend sie waren. Und dass sie uns jetzt irgendwie ein bisschen fehlen. Ach, ich muss immer so nostalgisch. Ja, Winkel Krawall wissen wir beiden. Das ist so wieso? Krawall? Ja, das doch. Das ist doch so Krawall. Ja, dann mach was anderes Lustiges. Das ist man kann auch einen lustigen Krawall machen. Man kann Krawall, auch einen lustigen Krawall. So was. Das ist immer so, also, weißt du, man ist immer so dabei, man sinniert so der Vergangenheit nach, was so alles toll war. Guck mal, was ist in der Zukunft? Mach doch mal eine Prognose in Zukunft. Wer wird unser Spieler, unser Spieler der Rückrunde? Wer ist der Spieler, den wir vermissen werden, obwohl wir es im Moment noch gar nicht wissen? Also heute in 100 Folgen Podcast, ja, am 200. Buchmann. Podcast, wo stehen wir da, in welcher Liga, an welchem Tabellenplatz? Heute in 100 weiteren Podcast-Folgen. In zweieinhalb, 3 Jahren. Dann, in zweieinhalb Jahren. Da stehen wir. Wo stehen wir da? Das ist Anfang, Ende Januar in... Das ist eigentlich ist das so einfach, weil wir stehen um die Zeit immer Platz auf... Platz 16. Ja, 15, 16, 17. Das ist so einfach. Also ich mache jetzt was über das Kier. Wenn wir schon hier sind. Machen wir was über das Kier. Was für mich noch sehr wichtig war, ich zitiere jetzt hier Tina Hohl, was für mich noch sehr wichtig war, war das Trinity. So 82, 83, als damals Andreas Dorau, Haircut 100, Mary Wilson und Depeche Mode da gespielt haben. Das machte als Glamour-Disco auf, als Nachempfindung vom Studio 54. Das Kier war mehr für die Wellnix-Büttlöller. Aber Poppenbüttel, Wellingsbüttel, war ja so eine Keimzelle von Hamburger Musikern. Ich war einmal da und das war ziemlich beknackt, weil ich da ewig weit fahren musste. Und dann fand ich auch das ziemlich provinziell. Und kurz danach ist das Ding abgebrannt. Ja, das war's dann mit dem Trinity. War einer von euch jemals im Trinity? Ja, klar, selbstverständlich. Öfters. Und wer hat davon öfter? Öfters. War das da so provinziell im Trinity? Naja, die Läden haben sich nicht geändert. Du hast immer Publikum gehabt, was szenig und provinziell war. Es hängt natürlich von den Events ab, die stattgefunden haben, ob da Konzerte waren oder welche Clubreihe gerade lief, welcher Türsteher gerade oder keine Ahnung, es waren halt auch Events, wie wir sie jetzt halt auch kennen. Aber gab es das Trinity nicht auch zweimal? Es gab es doch auch einmal hier auf der Schanze da in diesem Alten. Ja, das war das Offline dann später, glaube ich, hieß das. Oder ja, aber Base als oder so. Genau. Aber als man da noch hingehen konnte, hieß es noch Trinity. Zu der Zeit, als ich das erste Mal da war, war das so die Straße. Da war man vorher noch im Café Malaria gegenüber, irgendwie so ein relativ normalo Café und war dann bei den Billardterrassen oder beim Cadillac Billard spielen sozusagen links daneben. Stimmt, das war eine Ecke, dieser kleine Bau, wo dann nachher die portugiesische Bäckerei drin war oder was auch so. Irgendwas war da drin. Ja. Und ja, dann Trinity, das war alles in so einem Dreieck von, ich sag mal, 200 Meter. 5 Meter. Nicht ganz. Also über die Straße. 3 Parkplatzreihen dazwischen. Eisbüttler Chaussee, genau. Ich weiß noch genau, da gab es irgendwie so 2 Mädels, die haben immer oben hier Mel und Kim. Zu Relight My Fire haben doch immer alle auf der Bühne, das war doch mal Delphi-Theater oder so hieß das vorher, oder? Mhm. Und heißt es jetzt, glaube ich, sogar auch noch. Das war ein Musical-Theater und der Club war sozusagen da, wo die Stuhlreihen gestanden haben, war der Club. Und da gab es aber die Bühne noch. Und bei Relight My Fire haben sich immer alle auf diese Bühne gestellt und getanzt. Ja, das ist ein schönes Bild, was man da... Irgendwie auch ein bisschen unangenehm. Nein. Für die Leute, meine ich jetzt. Ach so, für die Leute, weil die sich dann so... exponiert haben. Ja, beobachtet das gefühlt mag haben. Der Hamburger an sich ja eigentlich gar nicht. Ne, das stimmt. Also es sei denn, es ist dunkel und schwitzig, wie im wie an der Tenne war das ja. Die Tenne war ja eigentlich, ich weiß in der Rückschau gar nicht, ob ich die ganz gut finde oder eigentlich doof. War aber in Alsterdorf und ich weiß, man hat, glaube ich, Getränk hat irgendwie 15 D-Mark aufwärts gekostet und hat sich irgendwie
einen Abend lang immer an einem Bier festgehalten oder an einer Cola oder so, so war die Zeit. Und es gab drei immer, ich, Arten, es gab drei Arten von heterosexuellen Genghis. War an der Tür nicht immer Genghis? Ja, Genghis war an der Tür und hat, nee, nicht Genghis, wie ist er? Tarek. Tarek, ja. Tarek hieß der. Ein ganz cooler Typ eigentlich, mit dem man keinen Ärger haben wollte. Der sah total nett aus. Der hatte auch so lachende Augen und war auch immer ganz höflich, aber der konnte auch sofort umschalten und der hatte auch echt was drauf. Ich habe das einmal gesehen, als da die ganze Kombo um die Türsteher-Fraktion aus dem Volade antanzte und ihm irgendwie Ärger wollte. Da sind die, und das hat er eigentlich ganz gut gemeistert, muss ich sagen. Ich hatte noch so eine Erinnerung, dass auch einer irgendwie von den Hagbuben-Filmsöhnen da. Ja, das ist Genghis Den. Ja. Und ich meine, der war da als Kenner oder irgendwas war da. Aber es gab in der Tenne, jetzt fällt mir das jetzt wieder auf, es gab da drei Arten von heterosexuellen Männern. Die erste ist die du erwähnt hast, die das war so ein bisschen, wollte schicki sein, ne? War es aber irgendwie nicht so richtig. Das hatte ja. Das war so Bohem. Ja, Bohem. Das hatte so ein Flair, aber so ein Flair von Gelsenkirchener Barock, auch die Bar war auch in so einem Eichenholz mit so Strahlern von oben, wenn ich mich hier recht erinnere. Und so Sitzecken gab es, also so richtig. Cool war das nicht. Also nee. So auch in der Rückschau. Das ist einfach nicht cool gewesen. Aber es gab dann die Jungs, die sich, wie du gesagt hast, an einem Alzerwasser irgendwie den ganzen Abend festgehalten haben. Dann gab es die Typen, die so richtig den Geil machen wollten. Die hatten wahrscheinlich auch ein Scirocco Cabrio vor der Tür stehen. Und hatten irgendwie eine Breitling am Arm und haben dann die Mädels immer alle eingeladen. Und ich kann mich daran erinnern, ich war immer mit Mädchen da und die wurden so oft eingeladen, dass sie das alles gar nicht austrinken konnten. Und dann haben wir immer relativ gut genassauert und irgendwann ist denen das natürlich aufgefallen, den Typen. Und die haben uns dann zur Rede gestellt. Und dann musste man sie freundlich davon überzeugen, dass doch die zwei, drei Bier, die sie umsonst ausgegeben haben, es nicht wert sind. Ne, dass man sich jetzt streitet oder das stimmt. Aus Versehen wir, über einen Fuß stolpert. Wir sind jetzt darauf gekommen, aber wie sind dahin geschwommen? Auf über diese, Türsteher. Über Türsteher. Und über Clubs und über Kaschem. Genau. Und Läden und Kaschem. Kaschemmen und Kaschommen. Ich habe übrigens über Clubs, die wir vermissen werden, Spieler, die wir vermissen werden. Ja, das war der Einstieg. Die jetzt, wir sind irgendwie von Mamouche zur Tenne gekommen, keine Ahnung, wie wir das hinbekommen haben. Können wir ja nochmal nachhören. Aber ein Spieler, von dem ich glaube, dass wir ihn vermissen werden, habe ich ja schon genannt, Boris Taschi, aber ich könnte mir vorstellen, dass das mit unserem neuen Torwart, aber der ist nur ausgeliehen, ne? Wir müssen ja alle abziehen, die nur ausgeliehen sind. Naja, vermissen kann man sie trotzdem. Ne? Ja, also war Patrick Funk auch nur ausgeliehen, ja, ne? Ich glaube, ich meine, ich meine. Das ist ja so ein roter Faden, dieses Ausleihen. Wir sind so Durchlauf-Hitzer, ne? Aber das macht St. Pauli im Moment ziemlich geil. Also Salazar, ich glaube, ich werde Salazar vermissen, das weiß ich jetzt schon. Er ist ausgeliehen. Ja, sag ich ja. Ja, fällt auch weg. Ja, das, wir reden ja nicht über Ausgeliehene. Doch. Ach doch. Ja, Willi hat gesagt, doch. Ja, weil wir gesagt haben, sie sind ja da und man kann sie ja trotzdem vermissen, auch wenn man weiß, dass sie im halben Jahr wieder weg sind. Ne? Oder in einem Jahr sozusagen. Lelelele, man kann sie doch vermissen, Markus. Ich finde diese Fokussierung auf unsere Spieler so langweilig. Ja, sehr gut. Worauf fokussieren wir uns denn dann? Auf die Spielidee. Wir waren ja, ach so, jetzt weiß ich was. Wir haben gesagt, wie 100 Folgen haben wir jetzt? Was ist bei der 200. Folge? Was meinst du denn, wo wir in 2,5 Jahren sind? Oder in 2 Jahren? Sagen wir in 2 Jahren. Wo ist der FC St. Pauli in 2 Jahren? Ich befürchte, wir sind immer noch in der zweiten Liga. Wir werden der ewige Zweitligist. Aber das ist doch keine Befürchtung. Das wäre doch wundervoll. Ja, ja. Also ich glaube, wir werden weder absteigen, noch werden wir aufsteigen.
Wir sind an sich der geborene Zweitligist. Aber ist Oke noch Präsident in 2 Jahren? Was sagt die Glaskugel? Nein. Warum nicht? Die Glaskugel. Sag ich, mein Gefühl, mein Bauchgefühl. Ah, und wer kommt danach? Jemand von Cornys Gnaden. Erik Haut wird intronisiert. Nein, ich denke gar nicht dran. Das ist ja viel zu viel Arbeit. Ich setze mich schön einmal die Woche mit euch zusammen und wir reden über den ganzen Scheiß. Du setzt dich vorne an die Kasse beim Bohnenkamp und dann. Ich setze mich vorne an die Kasse. Ob du jetzt Communio spielst oder den St. Pauli Sportkader machst, das ist ja auch kein großer Unterschied. Ja, aber da muss ich telefonieren. Hier muss ich nur sozusagen bieten und dann werde ich überboten oder unterboten oder so. Aber da muss man ja mit Leuten sprechen. Kommunizieren. Mit Beraters. Und Familien. Und so Zeug. Ja, ist das, also ich bin ja auch mal gespannt, wie die ganze Entwicklung, wir haben ja jetzt so einen rapiden Einbruch der ganzen Transfersummen, der ganzen Spielergehälter, dass die Preise so in den Keller gehen, weil dann natürlich auch diese Spielkultur, du hast die Fans nicht, du hast die Einnahmen nicht. Ich glaube, das sind auch so Sachen, hattest du nicht mal erwähnt, dass das für Vereine ganz üble Folgen haben könnte, wenn das so weitergeht? Es hat es ja und ich denke mal, eigentlich sind wir ganz gut aufgestellt dafür. Meinst du denn, dass sowas wie, also so ein Deal, den wir machen könnten mit Burgstaller, Schalke, den hätten die ja nie abgegeben, wenn sie nicht in so schiefes Fahrwasser gekommen wären? Ja, gut, Schalke ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel. Ne? Ja, aber ich dachte, indem man ein Extrembeispiel hat, wird man ein Beispiel haben. Aber selbst Burgstaller wird ja heute noch Kohle verdienen, wird der Spitzenverdiener bei uns im Kader sein. Ja, auf jeden Fall. Und also ich glaube, du kannst eigentlich in der jetzigen Situation. Ja, man könnte ja mal sagen, wenn dieser ganze Fußballbetrieb da ein bisschen die Luft rausgeht, kannst du ja hoffen, dass es da immer mehr auf die Marke ankommt. Und insofern könnte diese Strategie, die man gewählt hat, mehr auf die Marke zu setzen und eben auf diese schönen, selbstgemachten Trikots, dass sich das noch auszahlen wird. Das ist aber ein schöner Ausblick. Also du sagst, wir halten die Klasse, das war ja, das impliziert das Jahr sozusagen. Ich glaube mal, um Erik wieder reinzuholen in das Gespräch, ich glaube, wir werden Oke vermissen. Ja, das glaube ich auch. Ja, ganz sicher. Als Oke-Fanboy sind wir. Und weil ich glaube, dass du eigentlich eher so ein Retro-Ding kriegen wirst. Vielleicht kriegst du so einen Joe Biden oder so einen Ort Light oder so einen Digital-Ort Light. Ja, ich befürchte ja wirklich, dass die Holger Stanislawski aus dem Hut zaubern irgendwie. Man hat lange nichts mehr von ihm gehört, ne? Nee, aber wenn Corny jetzt schon sagt, hier in der Sportbild, hier, man hätte sich vielleicht nicht um nachhaltige Polyester Trikots kümmern sollen, sondern lieber um den Sport, dann braucht man ja jemanden, der sich mit Sport auskennt. Und tatsächlich, wer ist als Präsident wählbar und kennt sich mit Sport aus? Hallo? Ich kenne niemanden außer Stanislawski. Ist der eigentlich im Verein? Bestimmt. Bist du sicher? Ja, sicher. Der ist auch schon Vizepräsident gewesen. Hat er da seine Mitgliedsbeiträge immer bezahlt? Aber die wurden wahrscheinlich bezahlt von jemandem. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das so wie in einer gewissen Partei, wo jemand, der ein großes Interesse daran hat, die Mitgliedsbeiträge von jemandem bezahlt. Da gab es doch mal einen Skandal in Harburg. Oh, Skandal. Skandal. Oder es gibt, Zitat, Seite 122 aus DJ Culture von Ulf Poschardt, der Remix und die ewige Wiederkehr desselben. Mal los. Ein eintöniges Stück mit wenigen Breaks oder melodischen Hooks konnte zum Beispiel so umgebaut werden, dass man die Breaks verlängerte oder an den passenden Stellen schmissige Melodien einbaute. Dahinter stand die Idee, das bestmögliche Verhältnis zwischen Anspannung und Entspannung herzustellen. Ja, ich glaube, dass wir beim FC St. Pauli brauchen einfach so ein bisschen Anspannung. Ne? Das heißt, wir brauchen einen Remix vom FC St. Pauli. Ja. Wie würde der denn aussehen? Du bist doch der Fachmann. Ja, der Holger Stanislawski-Remix. Welche Hooks hätten wir denn? Naja, also wir haben für den die Beilagen sind ja frisch geschaffen. Also wir haben ja das turbulente Rein-Raus-Spiel des Kaders haben wir jetzt gerade erlebt. Das heißt, wir haben, keine Ahnung, 4 Neuzugänge, wir haben 2 Abgänge und es wird immer noch was passieren. Also ich glaube, die ganzen Zutaten sind schon im Topf drin. Man muss ein bisschen abwarten, ob das jetzt alles greift, ob diese Schiene, auf der wir jetzt fahren, funktioniert sportlich. Wenn nicht, dann kann es tatsächlich die große Abrissbirne geben. Und ich glaube, dann
wenn jetzt tatsächlich kein Punkt mehr eingefahren wird in den nächsten Spielen. Die große Abrissbirne ist ja aber kein Remix, oder? Nee, das ist, boah, ist auch eine Art von, kann auch eine Art von Remix sein, sozusagen. Es ist, ja, es ist ganz offen, also dass praktisch nichts überbleibt. Aber wenn wir das Original. Zitat jetzt für hier von Mouton oder Moulton, du kennst ihn, glaube ich, besser. Tom Moulton, ja. Tom Moulton, genau, Tom Moulton nehmen. Dann ist, glaube ich, auch Studio 54 seinerzeit. Dann hat er ja von der Verlängerung von Beats gesprochen. Oder er hat irgendwie von Hooks und Hooklines gesprochen. Naja, also die Idee dahinter ist, dass du einen Track hast, der als Radioversion oder als Song wahrscheinlich aus 3 Minuten oder 5 Minuten besteht und clubtauglich, gebrauchlich oder brauchbar gemacht wird durch einfach verlängerte Intros, verlängerte Outros, Mixmöglichkeiten im Sinne von, dass Übergänge geschaffen werden. Ja, aber dann nehmen wir doch mal Marvin Knoll. Der ist doch ein klassischer Radio-Edit. Das ist ein klassischer Radiohead. Das ist ein klassischer, fürs Mainstream-Radio zusammengestöpselter St. Pauli-Hipster auf der 6. Remix den doch mal. Boah, nee. Mach die Beats ein bisschen länger und mach die... Ich weiß gar nicht, ob ich... Hookline neu. Also, das ist jetzt, glaube ich, einer der wenigen, mit denen schon zu viel gemacht wurde. Der ist einfach schon auf jedem Plakat gewesen, auf jedem Poster, auf jedem Whisky, auf jedem... Du meinst, das Sample ist so durchgenudelt, das kannst du nicht mehr bringen. Das ist so, als wenn du jetzt sagst... Das ist eine harte Aussage. I Will Survive nochmal. Kannst du das so, kannst du nochmal I Will Survive nochmal spielen? Der Gloria Gaynor des FC St. Pauli. Genau. Was? Alter Schwede. Krass. Obwohl wir natürlich sofort das Veto, haben wir das Veto von Christian? Was meinst du? Bei Gloria Gaynor? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Ja. Er wäre anderer Meinung. Er fehlt übrigens heute auch. Ja. Der hätte hier nur Veto heute Abend gemacht. Liebe Grüße jetzt auf jeden Fall. Jetzt wäre ein einziger Veto-Podcast geworden, Christian. Ach ja, dann machen wir noch mal einen mit ihm. Den 101. Podcast, der ist sowieso überfällig. Schon seit Monaten in dieser Fickenwerder-Pandemie machen wir hier Podcast ohne Christian. Das ist alles nicht so schön. Ja, ich weiß nicht. Also ich würde gerne, also ich bin bei solchen Sachen immer, ich würde gerne remixen solche Leute wie Rico Benatelli oder Finale Becker. Mach mal. Sowas. Also da würde ich, also da verlängerte da Beats, verlängerte Beats. Ja, einfach, genau. Das ist so ein Rico Benatelli. Das ist, ich meine, eigentlich war er der Matchwinner. Er war der Matchwinner. Er hat das Foul zur gelb-roten Karte gekriegt und dann ist das 3-2 gefallen. Er hat gezogen mit seiner und Hinterhacke. Ich bin ja der Meinung, dass er einer von den 3 bzw. 4 Masterminds ist, die auf dem Platz wachsen müssen und an denen alle sich orientieren. Also Sturmballer ist der Erste, der da auf der Liste steht, der sozusagen einer der Achsen wird. Meiner Meinung nach Rico Benatelli. Aber Sturmballer meinst du Burgstaller? Ach so, ja. Was habe ich gesagt? Sturmballer. Der Sturmballer-Remix von Burgstaller. Genau. Der muss aber ganz, das ist ein ganz behutsamer Remix, oder? Also da ist ja eigentlich, an dem Stück ist ja schon alles da, was man braucht, aber der muss behutsam geremixt werden. Ja, das ist ja bei allen so. Ein Remix muss immer behutsam Aber muss man nicht auch manchmal wirklich das Ding zerhacken und auch ein bisschen neu? Naja, man ist ja häufig ist ja wirklich nichts dabei, was man gebrauchen kann. Und man du kann hast dann alle fragen, Spuren, Willi. Wenn du beim alle Spuren hast, Pauli, hast du alle Spuren, das alles Spuren. Dann geht alles. Dann kannst du einfach ganz, dann würde ich Knoll mir nochmal schnappen und würde. Ja, wirklich ein extremes Instrumental daraus machen, ohne irgendwelche, also sehr gerne fragmentiert, sehr gerne abstrakt und sehr gerne durch abstrakte, rückwärtslaufende Momente neue Melodien erschaffen, die nichts mit dem Original zu tun haben, die sozusagen das Original auf den Kopf stellen, wo dann vielleicht nur das Intro, wo der Name und die Person vorgestellt wird, laufen. Und danach kommt was völlig anderes. Completely different. Ich habe eine Szene für dich. Das Millern-Tor ist im Anfang April wieder für Geimpfte geöffnet. Und 12.000 Zuschauer sehen das Spiel St. Pauli gegen... Also die U80 sieht das Spiel zwischen... also das...
Genau, genau. Die AFM Ü50 Abteilung, alle durchgeimpft, bis zum geht nicht mehr stehen. Naja, und natürlich die Systemrelevanten, die im Krankenhaus arbeiten, die sind die ganzen. Und die zum Beispiel, sind alle schön durchgeimpft und die kommen ins Stadion und sehen plötzlich 87. Minute Freistoß für St. Pauli und der Torwart, unser Torwart hat sich verletzt dabei, wird noch behandelt. Und Salazar und Benatelli stehen schon irgendwie ein bisschen gelangweilt um den Ball rum. Da ruft Schulle von dieser Aufwärmtruppe einen zu sich, wo sich jeder fragt, wer ist das denn? Den kenne ich gar nicht, weil er hat eine Glatze, keinen Bart und hat hat sich einen Pik Ass auf die Glatze tätowieren lassen, in Rot. Und da steht MK drauf. Das meineswegen. Auf jeden Fall wird er eingewechselt. Läuft, wie beim Handball und der Esch. Läuft zum Freistoß, erster Ballkontakt. Und zwar oben links in die Ecke. Der Torwart ahnt es noch und springt und hechtet mit der linken Hand und greift die rechte über und versucht also einfach so alles. Den Olli Kahn, also aber er kriegt aber ihn nicht mehr. Ran. Er kommt nicht mehr ran. Er schlägt quasi von oben. Das ist auch einer, der stark getreten ist, aber trotzdem, wo du die ganze Zeit denkst, der geht drüber und kurz bevor er drüber geht, kappt er sich noch so ab und haut rein und da wird allen erst klar, es ist der Remix von Marvin Knoll. Der nötig ist. Der erste Ballkontakt. Verdammte Scheiße, ist das ein geiler Song. Das ist ein geiler Song. Definitiv. Oh, Markus, hättest du das gedacht, dass so ein wundervoller Song dabei rauskommt, wenn wir mal 100 Jahre podcasten? Nö. Ach, du bist in die Fundamentalopposition abgedriftet. Das was passiert denn jetzt hier? Weiß auch nicht, nee. Ich finde Knoll, weiß auch nicht, kann mich dazu nicht mehr. Ist ja aber nicht der Knoll, den du kennst, ist der Remix von Knoll. Ja, wir haben alle Spuren, wir haben alles auseinandergeklammert. Wir haben auch eine neue Hookline. Ich kann dir nicht folgen. Also mein Remix würde Todd Edwards mäßig sein. Also falls ihr euch ein bisschen auskennt, Todd Edwards, ein ganz toller Remixer aus Kanada oder von iRecords auf jeden Fall, der auch für Daft Punk Sachen gemacht hat. Und der macht gerne sehr abstrakte Fragmente. Also ich glaube, für Knoll brauchst du nur einen Helene Fischer-Remix. Ja, für Knoll ja, aber wir wollen also, ja Knoll wir wollen selbst, ja nicht, wir wollen ihn ja selber benutzen. Also er soll ja nicht bauchgepinselt werden, sondern er soll auf den Kopf gestellt werden. Ganz abgesehen davon, dass ein Helene Fischer-Song an sich genommen schon ein Kunstwerk ist, eine Produktion. Da kann sich Marvin Knoll, wenn man das mal auf ein Fußballspiel überträgt, noch eine ganze Menge abgucken. Also Helene Fischer ist für mich sowas wie Joshua Kimmich. Das ist Helene Fischer. Also da passt alles. Der hat keine Ecken, keine Kanten, aber das ist einfach professionell produziert, der Typ. Also der als Fußballer professionell produziert und Helene Fischer als Musikerin. Da ist Marvin Knoll Äonen. Fantastillionen Kilometer von entfernt. Den musst du noch mal ganz zerlegen und neu remixen. Würdest du dann Herrn Buchtmann remixen? Ja, ich würde ihm gerne ein bisschen also du hättest mehr, den Vorteil, dass er bisschen jetzt, mehr Dreckigkeit. Du hättest den Vorteil, dass er jetzt sozusagen eigentlich gar nicht bei uns überhaupt auf der Agenda steht, dass wir ihn noch nicht mal schlecht machen können, weil er hat doch noch nichts falsch gemacht. Tatsächlich habe ich eben gerade überlegt, ob es einer der Spieler sein könnte, die ich vermisse, wenn sie nicht mehr da sind. Ich habe damit gerechnet, dass das kommt bei dir. Ernsthaft überlegt. Ernsthaft, Markus. Ernsthaft. Ja, wie eben schon gesagt. Ja. Und ich glaube ja, wenn man die Spuren von Buchtmann bekommt und die in, wie heißt das dein Programm da, das du da nimmst? Ableton zum Beispiel. In oder? Ableton sich die Spuren anguckt, dann ist eine Spur Sparkassenangestellter. Die heißt Sparkassenangestellter bei Buchtmann. Und die Spur muss man einfach komplett löschen und irgendwas Neues hinzufügen. Irgendwas, was vorbestraft ist und ein bisschen dreckig. Vielleicht auch mal ein bisschen medikamentenabhängig war und so. Dann kommt vielleicht was Geiles raus. Okay.
Ja, es ist nachvollziehbar. Der ist mir zu lieb. Das ist alles irgendwie zu lieb. Das ist zu, der ist noch nicht mal lieb. Das ist verspießt. Das ist so viel Vorort in diesem Mann. Also es ist zu wenig, der hat zu wenig Embolo. Empathie. Okay, die Spur, die könnten wir Buchtmann hinzufügen. Einmal von der illegalen Party abhauen über die Dächer von Essen. Einmal nur. Sehr schöne Idee. Lieber Christopher Buchtmann, wir werden dich vermissen, wenn es soweit ist, aber es ist ja noch nicht soweit. Vielleicht könntest du dich noch mal von dem Willi remixen lassen oder geh einfach mal auf eine illegale Party und hau von den Bullen ab und dieses Gefühl einfach irgendwie mit pochendem Herzen irgendwie die Hose aufgerissen, so ein bisschen blutet das noch, weil du an irgendeinem scheiß Stacheldraht hängen geblieben bist, die Hose zerfetzt und das Adrenalin klopft dir vorne in den Fingerspitzen und du dukst dich hinter so eine Kuhmauer, wo früher ein Pennymarkt war und immer von 9 bis 8 die Lieferungen angeliefert wurden. Und die Bullen, die gucken, die leuchten fast in deine Richtung, aber sie sehen dich nicht. Und denn, weil du da aufgewachsen bist, gehst du hinten über die Kleingärten zu deiner Oma nach Hause und versteckst dich auf der Veranda und knackst da ein und nächsten Tag fühlst du dich einfach richtig geil und bist ein neuer Mensch, bist geremixed einfach damit. Ja, das ist ein schöner Ausblick. Da kann die Sportbild dich mal an die Füße fassen. Das stimmt. Da würde ich dich abfeiern für. So sieht das aus. So sieht das aus, finde ich gut, finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Geremixed. Markus raucht jetzt in meiner Küche. Doch, darfst du. Die Mädchen dürfen auch rauchen, haben wir gesagt. Ich mache das Fenster auf und du darfst rauchen. Aber nur, wenn du ein bisschen auf was sagst. Jetzt hast du das Mikro beiseite gelegt und fummelst an deiner Pfeife. Ich horche euch zu. Es gibt doch keinen Redezwang. Nein, wir langweilen dich doch. Beteilige ich doch. Du bist so ein. Nee, ich wollte euch nicht folgen. Aber ich kann die Grundrichtung, wie gesagt, nicht folgen. Ich habe auch keinen Bock auf Spieler. Worauf ist dein Bock? Dann sag doch mal. Wir springen auf deinen Zug auf. Nee. Sag mal eine Richtung. Nee, geht nicht. Orient Express oder. Geht nicht. Gibt doch keinen Zug. Zug nach nirgendwo. Bernd Glühwein. Ja, Bernd Glühwein ist auch was. Bernd Glühwein. Das ist auch schön. Was man ja immer noch mal sagen muss, Markus, und das ist ja auch das unser Erfolgsrezept, wenn man das überhaupt so sagen darf. Für uns als Podcast? Ja. Oder als Menschen? Erfolgsrezept? Oder als FC St. Pauli? Nee, für uns als Podcast. Ich sag nochmal. Das Erfolgsrezept ist ja, dass wir podcasten ja, als ob nur wir uns zuhören würden. Aber es hören ja tatsächlich 2000 Leute zu im Schnitt im Monat. Und die sind zwischen 29 und 44 Jahre alt. Das heißt also, fast 100 Jahre jünger als wir, zusammengenommen. Und die müssen ja irgendwas davon mitnehmen. Na, das sollen sie doch aber, ne? Und ich glaube übrigens, Markus, es gibt ganz viele Leute, die mir schreiben, wenn du mal zweimal nicht dabei warst, dann sagst du, was mit Markus los, der ist ja gar nicht mehr da. Du hast eine echte Fanbase. Ja, und auch deine Statistiken und so, wenn man jetzt so sagt, Alemannia Aachen und Preußen Münster und Westfalia Herne, wo sind denn? Ich dachte, das sei ein ambitionierter Fußball-Podcast und jetzt muss ich den ganzen Tag über Remixes hier sprechen. Ja, deswegen heißt er ja St. Pauli Pop, damit wir sowas auch machen können. Ich weiß, aber ich schweige dann, ich höre dann zu. Aber du kannst doch, krieg doch mal die Kurve, du kannst doch gerne auch mal ergänzen. Also ernsthaft Fußball. Jetzt muss ich mich ja auch noch hier anstrengen heute Abend. Nee, das sollst du auf gar keinen Fall. Leute, ihr wisst doch, das ist so anstrengend genug gerade. Nein, du musst. Jetzt bin ich hier unter Druck gesetzt, dass ich hier noch kreativ sein soll, um euch zu ergänzen. Überhaupt nicht, aus dem Ärmel schütteln. Aus dem Ärmel schütteln. Ja, eben, das man hört zu. Du musst im Flow sein. Ihr müsst immer so sehen, es wird heute zwei Tage viel zu wenig zugehört. Und wenn ich hier sitze und höre zu, ist das doch schön. Ich habe heute was Schönes gelesen, Markus, das wird dir gefallen. Ich hab gelesen, jemand möchte ein neues Social Network gründen, Stichwort Clubhouse. Ja, erzähl davon mal rüber. Clubhouse, habt ihr wahrscheinlich alle schon gehört, die uns zuhören, ist das neue Hipster-Hype. Ist es das Clubhouse, was Corny abgerissen hat? Nee, das würde noch stehen. Und aus dem könnten wir ein Clubhouse-Event machen. Der heißt dann Club Kraft. Der heißt Kraftclub. Ja, gibt es leider schon. Ach, so ein Shit. Club Kraft gibt es noch nicht.
Doch, Club Kraft gibt es. Doch, gibt es auch. Ist ja ein Hafen, ne? Ist im Hafen irgendwas. Die machen Hundefutter, glaube ich. Wellensinnig. Wellensinnig Futter Club Kraft. Also dann ist das was für Marvin Knoll. Ach, der ist ein, nee, ist ein Wellensinnig oder so ein Hund? Oh, ist ein süßer. Ja, der hat so, Körner, so kleine Körner. So knuffig, ne? So. Jod-S11-Körnchen kriegt er. Jod-S11-Körnchen. Kann ich euch die Geschichte erzählen, als jemand Wellensittich hatte? Habe ich dir mal erzählt, dass ich mal fürs Werbefernsehen gecastet habe? Ich habe mal einen Wellensittich gehabt. Da ist mir auf der Baustelle ein Wellensittich gegen den Helm geflogen. Jetzt kommst du. Den habe ich dann mit nach Haus genommen. Der war tot, ne? Buzi. Hattest du keinen, der war hattest tot, einen durchsichtigen Helm und er dachte, da könnte man durchfliegen? Nee, oder? Das war so ein, diese Aero, die jetzt nicht mehr zugelassen sind, diese Shields, die nicht mehr zugelassen sind, da so ein Ding, ich auch, dann wusste er es nicht, damit umzugehen. Ich denke, das kann, die sind die Wellen, die gegen die Fenster fliegen auch, ne? Und er war K.O., dann ist er mit in die Nierenstraße gekommen und hat da ein paar Wochen verbracht oder ein paar Monate. Du hast ihn wieder aufgepäppelt? Ja, logisch. Oh, ja, war ja nicht auf. War nichts dran, ne? Habe ich ja die Leine genommen, ne? Und dann war gut drauf in der Wohnung. Ne? Hat jetzt alles auf Zack gehalten, ne? Gesagt, wo es lang geht. Ja, ich meine, da brauche ich meine Geschichte gar nicht mehr zu erzählen. Die sag doch mal deine Geschichte, doch, die will ich hören. Sag doch mal. War es ein Hund oder auch eine Wellensittich oder. Also nur in der Geschichte, wenn sie niedliche Tiere beinhaltet, bitte. Schreiben Sie mal auf. Hund. Tatze. Tatze. Das ist ja jetzt nicht für Sie. Ja, auch mal ein guter Tipp. Haben wir noch gar nicht auf der Playlist. Gibt es, glaube ich, auch nicht. Gibt es Studio Braun bei Spotify? Weiß ich gar nicht. Glaube ich nicht. Und das gab es bei Radio FFN vor allem, ne? Oder? Studio Braun? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, zusammen, war das nicht zusammen mit dem hier mit Kalkofe und dem. Ich glaube, ne, der kleine Tierfreund, der kleine Tierfreund. Ja, das waren, glaub ich, war, glaube ich, eine eigene Masche. Also Frühstücksradio, genau. Aber das, Studio Braun haben ja also diese Telefon-Gags gemacht, ne? Einmal auf dem Kopf, auf der Bühne. Die gab es doch aber auch im Radio irgendwann. Meine ich. Radio FFN könnte es auch gewesen sein. Müsste ich jetzt. Recherchen. Kann ich dir nicht sagen aus dem Kopf. Aber ich, New Yorker. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist festzuhalten, es gibt eine Zeit, in der Rocco Schamoni ganz cool war. Ganz kurzes Zeitfenster zwischen 1986 und 91. Weil da eine ganz gehörige Portion von Chuck Palminger am Start war, der ganz viel positive Aura. Ja, das hatten wir ja auch schon in den letzten 200.000 Podcasts. Die das ist ja auch ein Revival-Podcast, der 100. darf ja auch. Revival. Der darf auch so ein Best-of sein vielleicht manchmal, oder? Darf er das nicht? Zu so einem Podcast müsste Markus eigentlich auch sagen, in dem 100. muss ich mindestens einmal muss ich Fortuna Köln sagen dürfen. Mindestens einmal. Das stimmt. Also wenn es einen roten Faden durch unseren Podcast gibt, dann ist das ja, Fortuna. Wir haben heute unseren Innenverteidiger Franco Uselac nach Aachen verloren. Wie nach Aachen verloren? Der wollte nach Aachen, hat Aachen nicht gefunden, oder was? Nee, das ist einfach gewechselt in der Winterpause. Wie nach Aachen? Das ist, die spielen auch nicht mal eine Klasse höher, oder was? Ja, zum Konkurrenten nach Aachen. Was ist denn da los? Ja, fragen wir uns auch. Keine mal. Zugehörigkeit, kein Herz und Hemd. Wie kann man freiwillig aus Köln weggehen? Das können die Kölner nicht fassen. Naja, das stimmt, aber ich kenne auch, es gibt auch Fans, ich habe heute gerade mit jemandem kommuniziert, der ist Alemannia Aachen-Fan. Ja, frag ihn doch mal direkt da, danach. Stimmt gar nicht, Samstag war das. Da hat er ins Zoom-Meeting seine Alemannia Aachen-Kaffeetasse gehalten. Da habe ich gedacht, na, sowas gibt's auch noch. Der schmeckt das denn überhaupt? Aber ich glaube, Aachen kommt doch jetzt ganz groß hier. Der kommende Kanzler kommt doch aus Aachen. Wie hieß doch mal der Bayern-Spieler, der früher bei Aachen angefangen hat? Wo ist der eigentlich? Schlaudraff, der war in Hannover und dann ist er gefeuert worden letztes Jahr vom Kind. Den können wir einladen zum Podcast, der kann bestimmt was erzählen. Ja, wir haben ihn neulich, also war viel in Hamburg, der war ein paar Mal im Laden, wo ich auch in Hamburg war der? Musiziert habe, ja. Ja, der hat Langeweile. Der war langweilig, das stimmt. Der war da. Der hat noch ein bisschen Vertrag gehabt in Hannover. Hat eine Abfindung erstritten vom Kind. Vielleicht wird das der neue Sportdirektor von St. Pauli. Oh, das wäre was so. Und wir haben es gesagt. Mitten aus dem Nichts also kam plötzlich Alemannia Aachen. Ich finde, wir sollten mal über das neue Präsidium nachdenken. Also Stani wird Präsident. Truller wird Vize. Schlauder Sportchef. Schlauder Sportchef. Trainer wird Boll. Ja. Co-Trainer wird Braun. Braun, Egidius Braun? Nee, ich meine Marvin Braun. Marvin, ach so, ja. Nein, hier, Quatsch. Du meinst doch den Bruns.
Bruns ja, wird. Ja, natürlich. Was, Evers wird Traditionsbeauftragter? Oder Merchandise? Er macht Merchandise. Ja, das würde ich eher so Schnecke Kaller zu sprechen. Der soll dann die Fusion mit Viva con Aqua und sowas als ein Produkt sozusagen Also ich finde, der hätten wir echt ein folkloristisch erfolgreiches Präsidium. Ja, auf jeden Fall. Klingt auf jeden Fall spannend. Ob das denn passieren mag, weiß man nicht. Ne? Ja, du bist, wenn der Aufsichtsrat das vorschlägt, aber wir brauchen eine Frau noch dabei. Ah ja, auf jeden Fall. Mehr Frauen, ganz viele mehr Frauen. Mehr Frauen, wir machen die Mutter Kalla? Nee, geht auch nicht. Würde gehen, aber boah, die hat auch schon lange zugehört. Und die Frau von Evers? Ja, wir können ja mal, gibt es nicht bei NLZ irgendwas? Ne? Gibt es da nicht irgendwie bei uns aus der Damenriege, wir haben noch eine relativ erfolgreiche erste Damenmannschaft, die zweite, wo spielen die zweite Liga, dritte Liga? Zweitliga? Nee, vierte sogar. Regionalliga, keine Ahnung. Ach so, okay. Was sagst du wieder? Keine Ahnung, wie ignorant, ne? Ja. Ja, wir könnten eine Dame aus dem Damenteam noch da hochholen. Nee, da holen wir die. Wir wollten doch diesen Doppelnamen, die ehemalige Nationaltrainerin. Ja, Sylvia Knight, ne, beziehungsweise wie ist denn die. Oder die, nee, natürlich die Fußballerin, die Sabine mit S, Susan. Weißt du, wie ich meine? Nee. Die war nach Knight, glaube ich, Nationalmannschaftstrainerin. Auch eine ehemalige Fußballerin. Ich habe ihr Foto vor Augen, aber ich komme jetzt nicht darauf. Egal. Jedenfalls sowas. Aber das ist natürlich überhaupt nicht St. Pauli affin. Da sollten wir lieber im eigenen Niedersachsenzentrum gucken, was da geht. Ja, aber ich glaube, da wird einiges gehen. Und ich glaube, dass wir dann ein neues Präsidium haben werden und dann wird schon wieder umgebaut. Und ich weiß nicht. Dann kommen wir wieder kurzzeitig hoch und dann geht es wieder runter. Und deswegen Kontinuität. Also das ist ein geständiges Auf und Ab. Ein dauernder Remix, der St. Pauli-Remix. Und der Remix heißt aber nicht, also ist dieses Thema, was wir auch mal aufbringen mit Top 25? Ist ja, ist der Top 25 Remix. Top 25 Remix. Gibt es nicht diese Stars on 45? Ja, das bezieht sich aber, glaube ich, auch nicht auf die erste 45, sondern auf die Umdrehung pro Minute. Ja, dann machen wir Stars on 45, Keep on Burning in Your Eyes. Oha. So eine Art Medley. So ein Medley, so ein Dauer-Medley. Mashup. Also ein Medley hört sich scheiße an, ein Mashup hört sich besser an. Erik, du hast deine Seite aufgeschlagen. Hau mal in die Tasten, sag mal an. Was hast du dir ausgesucht? Seite 107 aus Läden, Schuppen und Kaschem über das Front, glaube ich. Wer schreibt? Klaus Stockhausen schreibt auf Seite 106, was ich am Front geliebt habe. Man wusste nicht, wer ich war. Ja, weil die Kabine abseits war. Du musstest in eine DJ-Box und du konntest nur von drinnen nach draußen gucken. Es gab so vier Bullaugen und keiner konnte reingucken. Das ist sozusagen das krasse Gegenteil. Das war aber wirklich tatsächlich wahr. Das krasse Gegenteil von der DJ-Culture, die wir jetzt erleben sozusagen. Dass sie halt alle Bühnenstars sind und überall Kameras, überall Show-Effekte und überall die Person wichtig war. Und in dem Moment war, ich glaube, das ist auch die Aussage dahinter, war halt nicht personifiziert, sondern das, was gespielt wurde und das, wie es gespielt und das, was ausgesucht wurde in der Reihenfolge und wie es gemacht wurde, das Produkt war sozusagen das Wichtige. Und das ist ein schöner Bogen, den wir auch zum FC St. Pauli ziehen können, oder? Dass vielleicht das, was St. Pauli ausmacht, wo du auch mal gerne in die Bresche springst, dass das vielleicht irgendwie das ist, was nach außen gekehrt werden muss und nicht der Name. Und da habe ich noch ein Zitat von Klaus Stockhausen aus demselben Buch Läden, Schuppen und Kaschem, das war der 107. Der erste, also Klaus Stockhausen, die Geschichte dahinter, erste DJ, ich glaube seit 83, 84 gegründet, dann von Willi und wie hieß der andere noch? Philipp Prange, egal, jedenfalls geholt und aus Köln ankommen lassen, zuerst die ersten Male zum Auflegen und später dann Fest Resident bis, glaube ich, 87 oder 88, sowas. Oder, ja. Ein wundervolles Zitat über das, was mit Subkultur passieren kann. Und man weiß sofort,
was er meint, wenn er schreibt, um 23 Uhr waren vielleicht 50 Leute da, aber die tanzten schon. Es war ja überhaupt nicht die Popper-Abteilung, mehr so gruftig-punky mit so Hardcore-Schwuchteln und Underground-modisch. Und Heike, die eine 50er-Jahre-Boutique im Schanzenviertel hatte und jeden Abend mit ihren 5 Jungs da war, voll im 50er-Jahre-Outfit. Irgendwann wurde es natürlich modern und Herr Job und Konsorten versuchten es denn auch. Ende der 80er war es echt der It-Laden, wo es denn auch tragisch an der Tür wurde. Plötzlich standen da auch die Mädels aus Blankenese. Ja, die dann ein schweres Leben hatten mit dem Reinkommen, glaube ich. Aber das ist natürlich genau das, was du vorhin angedeutet hast, dass dann, wenn es tatsächlich dann vom Underground zum Overground oder entdeckt wird sozusagen, dann ist die das kritische Auge des Türstehers Jürgen gefragt. Was glaubst du eigentlich, was hier mit der ganzen Clubszene jetzt hier nach Corona? Also ich habe so viele verschiedene Streuungen und Varianten gehört. Mich haben komischerweise in der letzten Woche 2 Personengruppen angemorst, dass sie gesagt haben, oh, wenn du mal irgendwas hörst, ob irgendwo ein Club oder irgendwie was frei ist, wir wollen da Projekte starten und so. Ich glaube, da kommt gerade ganz viel in so einen Schmelzziegel rein von der brodelt und der will. Und wenn jetzt auch nur annähernd das passiert, was schon vorhanden ist und dass die Läden, die jetzt die Kultur auch spannend machen in Hamburg, dass die in irgendeiner Form überleben und hungrig sind und hungrig bleiben und die Partykultur auch hungrig bleibt, dann kann da ganz viel positiv passieren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir von 2021 reden, aber... Der Sommer der Liebe, der steht uns bevor, oder? Der Sommer der... Der Clubliebe. Der Clubliebe, der Sommer der Beats. Ich hab da so einen Bock drauf. Mir werden auch mal so Bilder reingespült von irgendwelchen Sachen, wo ich war, Konzerten und irgendwie... Oder brauch ja gar nicht drin zu sein, kann ja auch draußen sein. Ein schönes Soundsystem am Strand, am Bermuda-Dreieck in Strande. 20 Leute, ein geiles Soundsystem. Ja, das war doch so eine Idee. Das war doch immer schon mal die Idee, das machen wir jetzt auch. Das machen wir zum 200. Podcast, machen wir eine Party im Strandsand von Strande mit dem Soundsystem. Mit einem Remix von unserem Marvin Knoll. ein Remix von Marvin Knoll featuring Helene Fischer. Also, ich würde mal sagen, es gibt definitiv ein Act, der nicht gespielt wird. Gloria Gaynor. Nee, Marvin Knoll. Nein, Helene Fischer natürlich. Also es ist nee. Also es ist. Obwohl Atemlos durch die Nacht ist ja ganz programmatisch, ne? Lass es von mir aus auch Titelzeile für Lebensinhalte sein von ganz vielen Bundesligaspielern oder Profifußballern. Aber das ist was, auf das man nicht. Also da sehe ich jetzt nichts, was in irgendeiner Form mit mir oder hoffentlich mit uns zu tun hat. Nein, du hast in deiner Ablehnung hast du die feine Klinge an dem Atemlos durch die Nacht, ist natürlich eine Corona-Anspielung von Markus gewesen. Meinst du? Oder nicht? Meinst du? Apropos Atemlos durch die Nacht. Fahren wir nochmal nach Brescia dieses Jahr oder nach Bergamo? Ich habe jetzt den St. Mirren-Schal extra umgeleitet, weil die kommen noch zur EU zurück und dann können wir da auch hinfahren. Ich lasse mich doch da nieder. Ich kaufe da jetzt alles billig da unten geworden. Kannst du kaufen. Schnapper, alles weg. Wie kaufen? Slumlord-mäßig? Ja, nee, selber für dich. Da kannst du das Slumlord, du ziehst da selber hin. Ach so. Du machst einen Club auf. Da mache ich übrigens sofort mit. Also ich wohne das trocken, wo du da hin wohnst. Mit Blick auf den Lago di Seo. In der Macchia. Und dann geht es am einen Wochenende, dann hast du unten deine Yacht liegen. Also ich habe neulich mal so eine Überschrift gelesen, da hat irgendeiner gefragt, ob man Fußballstadien mit Blick von der Tribüne mit besonderen Bauwerken in Erinnerung hat. Also mir ist ja diese besondere Wand der Alpen in Erinnerung geblieben, die wir in Brescia hatten, die da im Hintergrund emporpochte. Dieses ganze Stadion fand ich schon so lustig in diesem, so das ungefähr so, also ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, da steht ein Stadion in dem Outlet Neumünster. Also links ist der Adler
Modehof mit so Glas. Ehemals Adler Modehof, meinst du? Ehemals Adler natürlich, also der italienische Adler, weiß nicht, wie die da heißen. Salvatore, Cacanore. Falcone, Falcone. Falcone, vielleicht der Fall. Ich falle immer wieder drauf rein. Ich weiß nicht, ob ich auch immer wieder drauf reinfallen, aber Willi ist der lustigste. Aha, Falcone. Also links ist auf jeden Fall eine Ausfallschnellstraße auf der linken Seite vom Stadion und eine Ausfall-Einfallstraße auf der rechten Seite des Stadions. Dann stehen da ab und an mal so liegen gebliebene Bäume. Aber ist es eigentlich lauter Autowerkstätten und Elektronikfachhändler? Also und dieses komische Outlet, also da war doch auch so ein Outlet, nicht ein Outlet, aber auch so ein ja, so ein Mode-Outlet, oder nicht? Aber auch nicht wirklich so ein Einkaufszentrum, das aber nie so richtig Einkaufszentrum war. Das ist, dass sie irgendwann mal geplant haben in den 70ern. Ja, ich sag ja Neumünster, dieses Outlet in Neumünster, wo sie bitte hier jetzt aus, wo noch niemand ausgefahren ist. Aber sag mal, das Gleiche war doch in St. Möbeln, war das auch so, außer dass es da die ganze Zeit geregnet hat im Outlet und auch neben dem Outlet und über dem Outlet. Da gab es eigentlich gar nichts. Da gab es nur Stadion, Industrie und ein paar Unterführungen. Es gab einen schönen Namen. Welchen Namen gab es denn? Paisley Park. Paisley Park. Oh, Paisley Park. In Paisley. Das war schön, aber es war wirklich scheiße. Es war so der, wie machen wir doch mal, ich mache nochmal für Markus die Playlist auf und du darfst dir noch einen Happy Monday Song wünschen für die Playlist. Das ist der Prince jetzt. Angel. Paisley Angel. Park. Ich habe bereits geschickt, ja. Ja, habe ich schon. Angel hast du geschickt. Angel habe ich geschickt. Hab ich ja schon hochgeladen. Ich hätte gerne Paisley Park von Prince. Ja, kommt Prince in die Playlist. Und ich würde von Sufjan Stevens noch was in die Playlist setzen. Ach, das ist ja schön. Aber dann müssen wir auch meinen aktuellen Favoriten Jellybean. Aber tatsächlich würde ich unglaublich gerne nach Brescia oder nach Bergamo oder da und so in die Ecke fahren, weil ich ja... Wir fahren doch erstmal nach Birmingham im November. Ach ja, aber wir können auch vorher, im Sommer können wir doch nach Brescia fahren. Bis dahin sind wir nicht deine geimpft, Erik. Ach, das ist doch egal. Wir kommen da nicht hin, wir sind nicht geimpft. Doch. Da kannst du höchstens im eigenen Auto runterdüsen. Ja, klar, mit deinem Auto, mit einem Alpha. Ja, von wegen. Du hast doch so ein Alpha, wo auch Leute wie ich reinpassen. Jetzt überlebt er nicht mehr. Also das Großartigste am Alpha ist die Kassettenabteilung. Genau. Und auch tatsächlich die Kassetten, die mit dem Alpha zusammen geliefert wurden, also die musikalischen Kassetten. Das ist Gruftmusik, würde ich mal sagen. 85. Ja, 85 The Fall, live im Glasgow genau, Theater. Du musst The Fall hören, da musst du irgendwie Sisters of Mercy hören, da musst du... Ja, sehr gerne. Trees musst du hören und Gene Loves Jezebel und ich war ja eigentlich ein Grufti, ich hab's nie kapiert, ne? Du hast es nicht kapiert, also du hast ja, die Schublade nicht erkannt. Ich habe die Schublade nicht erkannt, in der ich war. Du warst der Stylist unter den Gruftis. Nee, ich war der Porzer unter den Gruftis. Obwohl, ich kenne viele Porzer, die Gruftis waren oder sind. Aber das hat nichts mit Durchfall zu tun, oder? Der hat mit Porzer. Ach so, okay. Der macht sich hier lustig, der Blankeneser hier. Was ist denn mit den Blankeneser Jungs vom Front geblieben? Du hast eben von den Mädels geredet. Was war denn mit den Jungs? Die Blankeneser Jungs sind ja tatsächlich, haben die Mädels abgeliefert und sind dann weiter ins Bendula. Nee, um die Ecke ins Third World oder so. Ah ja, Third World, ja, genau. Um die Ecke 30-jährige Frauen kennenlernen. Ja, also ich meine, du meinst ältere Damen. Zu der Zeit. Zu der Zeit, ältere da. Also das war tatsächlich der Grund, warum ich das vorgelesen habe, weil ich mich da wiedererkannt habe auf der uncoolen Seite der Geschichte, selbstverständlich. Ich bin dann auch erst mit hingenommen worden, als das der It-Laden war und natürlich auch sehr oft nicht reingekommen. Und dann wirklich einen weiter ins Third World. Guck mal, Erik, mein Beitrag dazu ist, ich habe mit dem Türsteher vom Front geschlafen, beziehungsweise ins gleiche Zimmer geschlafen. Ein halbes Jahr lang. Jetzt kommst du, ne? Ich habe überhaupt nichts zu bieten. Das war eine Männerromanze. Na, das ist doch aber eine schöne Story. Mit Malte Kress war ich ungefähr 6 Monate lang in einem Zimmer zusammen. Das heißt, es war zu deiner Wehrmachtszeit. In meiner Netto-Ghetto-Zeit. Als du noch bei den Stormtrooper in Neumünster warst. Stormtrooper Jenfeld. Yeah. Gibt es die Jenfelder Kasernen noch? Nee, oder? Ja, sind jetzt Wohnprojekte drin, oder? Ja, Wohnprojekte. Da gibt es so einen Teil, der macht die Polizei was.
Dann einen Teil, da haben sie die ganzen interessanten, belastenden Afrika-Repliken alle versteckt, um sich die Das heißt, das ganze Umfeld muss sich komplett gedreht haben. Das heißt, die ganzen Jenfelder Tankstellen verkaufen jetzt keine Ravini mehr mit OSAF. Nee, so ganz. Gut, da gibt es das Studio Hamburg und so, ist alles ein bisschen schicker geworden. Aber so richtig schick wird das da auch nicht, ne? So richtig, richtig schick wird das da nicht. Also es gehört nicht zu den It-Stadtteilen sozusagen. Nee, nicht wirklich. Auch wenn sie es gerne hätten, die Jenfelder auch, aber ich glaube, so ein bisschen rotzig ist das immer noch. Und hier, erinnere dich an unsere Radrundfahrt. Einmal den Orbit. Den Orbit. Da merkst du halt, wenn du da in die Ecke kommst, es wird da ein bisschen ranziger. Ne? Wird ein bisschen ranziger. Aber das gehört ja zu so einer ranzigen Stadt dazu. Und ja, das ist halt das. Ja, das ist ja das, was Hamburg ja auch so interessant macht, dass es ja auch sowas gibt oder man das ja hier im Westen sowieso ja gar nicht wahrnimmt. Ne? Aber ich weiß gar nicht, wann. Du hast du so ein Baujahr gesagt. Erik ist ja sowieso Hamburger mitgeboren und verwitwet. Und wann war das Jenfelder, deine Jenfelder Ära? 86. 86, okay. Ich bin 86 tatsächlich, beziehungsweise 85 nach Hamburg gezogen. 85, 86 und habe kurz überlegt, ob ich irgendwie gedacht habe, so ein Karriereschritt im Nachtleben war. Ich bin ja mal irgendwann aufgetreten mit meinem Bruder zusammen und ich bin nicht drauf gekommen, das wollte ich noch googeln, wann Johnson Crew Top 10 war. Da sind wir nämlich aufgetreten im Tilbury als Breakdancer um Mitternacht mit dem Lied und das muss ich mal eben nachgucken. Ich habe paar weiße Handschuhe, es gibt ein Foto aus der Uelzen Allgemeinen Zeitung, den ich zu Hause unterm Kissen liegen habe, neben Luca Toni, der Sportbild aus dem Jahr. Ich habe die Fotos alle gesehen, natürlich nicht von Willi, der schämt sich nämlich, die zu zeigen, sondern von seinem Bruder, der hat mir die alle mal der gezeigt. Der alte Drecksack, gibt die frei, die Bilder. Schöne Grüße an Robert. An Robert nach Berlin. Vielen Dank für diese Fotos, die werde ich auch nie wieder vergessen. Das ist einfach krass. Muss ich mal gucken, Zeit. Warte, die Rocksteady Crew? Oder was wir waren die Rocksteady Crew. Wir waren hey you, the Rocksteady Crew, say what to do, make a break and make a move. Das muss ich echt mal nachgoogeln. Das ist so geil. Und Wikipedia. 80er Jahren. Aktiv bis 1990. Space Cowboys. 83. Ich setze es natürlich auf die Playlist. 83? Hey, da warst du erst 16 Jahre alt. Ja. Nee, ich war, glaube ich, sogar noch 15, meine ich sogar. Wie süß. Ich war noch viel zu klein für den Cheat. Ich war 83, war ich 15. Aber auch erst im Juli. Also war ich wahrscheinlich erst 13. Wobei ich dann, also tatsächlich zu der Zeit, da gab es ja eigentlich gar nichts anderes für mich als Sport, weil ich habe irgendwie irgendwann nur Sport gemacht und Sport, also nicht, kann natürlich keinen Sport, was sondern. Was hast du gemacht hast für Sport? Ich habe Fußball gespielt und Tischtennis gespielt, also Sportarten, die jetzt belächelt werden, immer sozusagen. Tischtennis habe ich auch gespielt. Wir sind ein ernsthafter Tischtennis-Podcast. Wir müssen mal Tischtennis spielen. Ich habe eine Tischtennisplatte zu Hause. Ja, lass uns mal Tischtennis spielen, ja. Das finde ich gut. Im Sommer baue ich einen Garten auf. Ich habe mir gerade eine Dartscheibe im Sommer baust du den Garten bestellt, auf. Übrigens. Du hast ja eine Dartscheibe bestellt. Für den Lockdown jetzt nochmal eine Dartscheibe. Ja, finde ich gut. Steel Dart. Ja, bitte. 23 da, Gramm. Hier, da kann ich immer hier. Steel Dart, das heißt, du hast sie gar nicht gekauft? Don't steal the vote. Stole the vote. Steal the vote. Ach, das ist alles vorbei. Die erste Staffel Trump ist vorbei. Jetzt müssen wir, wie lange warten? 4 Jahre, bis die nächste Staffel kommt. Nein, da kommt irgendwie so Return of Melania oder sowas. Eric Trump. Ja, das wäre noch was, ne? Das wäre noch was, ja. Return of Melania. Die Frau hat die geilsten Gesichtsausdrücke, oder? Ich meine, wie geil ist, guckt die? Ja, das stimmt. So zusammengekniffene Augen zu so einem Schlitz, damit sozusagen, das ist so, erinnert mich immer an die Verdunklung im Zweiten Weltkrieg, wenn die gucken. Mich erinnert das immer an die Tatsachen, wenn jetzt so die Erde mit dem Mond und der Sonne sich so verschoben haben und man sollte eigentlich nicht reingucken. Nicht ohne Brille in die Sonnenfinsternis gucken. Genau. Genau so sieht die aus. Genau. So, oder die nicht am großen Finger ziehen, dann pupst der Mann. Also das sind die Sachen, die verboten sind, ne? Das,
Das stimmt. Und die Lippen einfach so lange aufeinander geschweißt, bis auch kein Wort mehr rauskommt, ohne dass es. Ja. Mann, Mann, habt ihr mit 15 Sport gemacht oder Breakdance? Also ich habe tatsächlich vorher, war meine Passion, habe ich gedacht, ich werde Frisbee-Profi oder so, weil das auch so ein American-Sport war. Du wolltest Frisbee-Profi werden, egal. Wann habt ihr das letzte Mal Frisbee gespielt? Das ist ja Wahnsinn. 1983, glaube ich. Geil. Mit 15 nicht, aber mit 15 habe ich Fußball gespielt. Beim SVSC Nienstedten. Beim SC Nienstedten. Hinten rechts Blutgrätsche. Hinten rechts mit dem, auf mit dem Grand. Mit dem Momentum von Andreas Rotenbach, Bornekamp. Carsten Rotenbach. Carsten Rotenbach. Die Carsten Rotenbach, nicht Gedächtnis, sondern sozusagen Vorbildgrätsche. Also bis ich nach Hamburg kam, war ja tatsächlich Grandplatz für mich völlig unbekannt. Ja. Und, ich kam weil du aus dem reichen Niedersachsen kommst. Genau, und da gab es nur Rasenplätze. Und ich denke, ey, was soll der Scheiß denn mit Grandplatz? Und dann zweimal bluten, also auf dem Platz bluten, unter der Dusche nochmal nachbluten, weil die ganzen Krümel aus der offenen Wunde bürsten mussten. Ne? Genau. Genau, Mann, Mann, so Mann. Sah das der ganze Alter auf der weißen, auch. Auf der weißen Edwin Jeans, so von innen durchgegelbt, gegelbt. Oh, das stelle ich mir so vor jetzt gerade. Oh, wie bitter. Und dann kriegst du das nicht mehr raus, das Ei. Ja, und dann war das so eine Jeans, die war ja zum Glück, das war eine andere Mode, das war nicht Spray-On, weil sonst mit Spray-On wärst du sehr richtig blutig aus. Du hattest Edwin Jeans? Nee, ich hatte nur Ed Jeans, glaube ich. Wind konnte ich mir nicht leisten. Die Jinglers, sozusagen. Ja, mit den Bommeln von, wie heißt der Laden nochmal? C&A, Jinglers. Wie heißt der Laden nochmal? Pelomino. Hier. C&A. C&A, ganz genau. Cheap and awful. Cool und angesagt. Ja gut, ich komme ja aus dem Popperstadtteil. Der ja aber right next to Ostdorf liegt. Und wir hatten in der Schule ja auch ein paar Leute aus Ostdorf, die dann bei C&A im Elbe-Einkaufszentrum eingekauft haben. Und die mussten dann wirklich wurden von ihren Eltern, die 15 Jahre alt, mit Jinglers Jeans in die Schule geschickt. Das war schon böse. War die dann die Polizei sozusagen? Die waren draußen, die durften nicht mal in die Raucherecke. Selbst wenn sie geraucht haben wie die Großen. Aber rauchen in der Raucherecke ohne nicht mit Jinglers. Ja, das ist hart. Die hatten ein hartes Leben, aber ich glaube ich auch. Ja, das war quasi, das war Klassengesellschaft. Aussortieren und tatsächlich ja auch immer lustig, zu erkennen, dass das Popkultur ja auch kann. Die kann ja auch sozusagen, die kann ja Klassenunterschiede auflösen, ohne sie tatsächlich aufzulösen. Die sind ja immer noch da. Das ist ja so eine Scheinauflösung. Sag mal, ich meine, wir haben ja die Bravo-Kultur oder Popcorn oder wie es hieß, war ja seinerzeit so, dass man tatsächlich neue Schubladen und Regale aufgemacht hat für Popper, für Mods, für Rocker, für Punker, für wo gehört man dazu, wo ist der Style, wo ist das jetzt bei der Jugend? Ist man jetzt ein YouTuber oder ist man jetzt ein TikToker oder ist man jetzt ein Snapchatter oder ist man jetzt ein Clubhauser? Also ein Clubhauser ist man, glaube ich, sind alles so alte Leute. Erstens. Guckst du bitte jetzt nicht mich an? Doch. Also so wie wir? wie wir und ein bisschen jünger. Nee, kannst du sagen TikTok und mich dann angucken? TikTok. Geht doch, Erik, geht doch. Meine Tochter hat heute gerade gesagt, TikTok ist das Geilste. Und wenn ich bei TikTok ist es irgendwie uncool. Willi, du bist ein TikTok. Also ich bin ein Mundminz-Bonbon. Ich habe tatsächlich überlegt, dass Also ich habe heute einen Baum umarmt. So, damit ich habe tatsächlich überlegt, dass wir mal zu TikTok müssen, weil das letzte Meme, das mir da rausgespült wurde aus TikTok, ist nämlich ein Shanty-Meme gewesen, wo die Leute Shanties gesungen haben. Also so schlimm kann ein Social Network nicht sein, wenn man da Shanties singt. Also ich frage mich immer, ob die Algorithmus-Zensoren, die da in China, die wahrscheinlich ist es in China so wie hier, dass die Callcenter irgendwo in der Diaspora im Osten sitzen und das ist ja in China wahrscheinlich genauso. Da sitzen irgendwie 5 Millionen TikTok-Überprüfungsbeamte von der Partei irgendwo im Osten, wo es nichts anderes gibt, außer die chinesische Variante von also Kentucky schreit ficken. Wenn du jetzt sagst,
Also Kentucky Fried Chicken. Wenn du jetzt sagst TikTok denn, und dann Musik dazu, dann bin ich schon wieder bei Tic-Tac-Toe und frage, gibt es die drei denn noch? Gibt es die drei noch? Die Nein, TikTok ist Video, TikTok ist Musik. Und da kann man, da gibt es richtig geile Sachen, also richtig lustige Sachen. Kannst du nochmal die Handbewegung dazu machen, weil unsere Zuhörer das jetzt ja auch sehen also wollen, was du für eine Handbewegung machst. Wir hatten schon Tic-Tac-Toe, da gab es das noch gar nicht. Ne? Das heißt, wir müssen den nächsten Step wagen mit Toe. TikTok gibt es ja und Toe. Wir machen ein Toe dazu. Nur für den Kick, für den Augenblick. Toe. Also wir fügen Two-Tone dazu. Was sagst du zu Two-Tone dazu? Ja, aber Two-Tone machen wir auch noch dazu. Two-Tone-Musik zu TikTok. Das heißt, wir machen Ska und Specials und sowas alles auf Lifestyle wir brauchen für junge mehr Leute von wir heute. Wir brauchen mehr Shandys. Wir brauchen auch mehr Shandys in diesem Podcast. Rolling Home, sozusagen. Rolling Home, St. Pauli. Das ist aber schon fast ein Rolling Home across the... Ja, es ist... Remix mich doch mal, Willi. Kannst du nochmal die Handbewegung dazu seit, machen? Seit Zuhörer. Also seit fünf Jahren. Man macht so eine Art, so eine Art, die Flügel öffnen sich von Birdie. Seit fünf Jahren beknie ich Willi. Ich würde gerne, ich singe auch. Dann braucht er sich nicht selber zu exorbitieren. Ich habe übrigens den Song angefangen, den ich versprochen habe beim letzten Podcast, dass ich aus unserem Intro einen eigenen Song mache. Der ist schon relativ gut an der Mache, genau. Pop. Nee, ohne Pop, aber mit der Hook und dem Beats. Pop, Peppy. Er hat die Beats ein bisschen verlängert und die Hook. Also ich hab eigentlich einen Remix gemacht von St. Pauli Pop Intro. Wie remixen wir jetzt diesen Podcast für die nächsten 100 Folgen? Wir machen mehr Shanty. Ich hätte gerne einen Shanty Remix von Rolling Home. Rolling Home. Da bin ich doch die Old Hamburg. Achso, du willst ein Rolling Home Remix. Ist für dich St. Pauli. Ja, so ein Mashup von Rolling Home. Wäre nicht, glaube ich, nicht meine Hand, aber nicht meine Baustelle gefragt, glaube ich. Also dann lieber Marvin Knoll mit einem Whisky. Whisky Remix mit einem Rauch. Marvin Knoll macht einen Remix von Dave Dudley. Ich möchte gern Dave Dudley. Er spricht ja anders. Ich möchte gern Dave Dudley. Er ist so gut, Charlie Price. Der hat wirklich eine richtig, sehr hohe Stimme. Das hast du jetzt aber gesagt. Vielleicht sollten wir ihm so ein bisschen Stimmtraining geben. Hallo, ich möchte so gern Dave Dudley hören. Also ich glaube, wenn wir ihm so einen Helium-Luftballon geben, dann ist das so wie Minus und Minus. Das ergibt dann eine ganz dunkle Stimme. Also so dieses Helium-Hohe. Ja, da kann er ja jetzt auch nichts für. Er soll das mit dem Whisky lassen und mit dem Skateboard. Er soll Fußball spielen. Er soll das nippen lassen. Er soll den mal richtig, Echsen. Und dann danach. Sag mal, hat eigentlich Schuller seinen Kneipenabend gekriegt? Nee, der war ja auch gar nicht eingeladen. Aber da haben die anderen den gekriegt. Die haben sich bei Jogurette und Buttermilch getroffen und haben mal richtig die Meinung gesagt. Und sind dann übers Clubhallendach abgehauen, als die Polizei kam. Sind eben nicht illegal, haben sich weder illegal getroffen, noch sind sie in Essen übers Dach abgehauen. Ey Leute, bitte mal. Die haben einfach nur ein Zoom-Meeting gemacht. Mit Jogurette und Mangerie und ist da Alkohol drin? Oh, jetzt bin ich aber ganz aufgeregt. Wenn es wenigstens Baileys und eine Mentholzigarette gewesen wäre, aber es war das aber leicht, ne? Leider nicht. Nee, war es auch nicht. Aber vielleicht ist es auch gar nicht nötig. Vielleicht ist der Wurm ja rausgekrochen aus dem Inhalt. Ja, also wie gesagt, diese Tequila-Glases. Drei Vereine sind schlechter als wir, das reicht. Welches war nochmal der dritte, der schlechter ist? Schalke 04. Sandhausen, hoffentlich. Ich möchte Sandhausen nicht mehr. Die Fortuna Köln-Filiale Sandhausen. Ingolstadt sagst du jetzt wieder nicht, sag dritte Liga. Nee, Braunschweig und Würzburg. Okay. Jo. Die braucht keiner. Ich hätte ja tatsächlich gerne noch ein Würzburger Wunder auf Kosten von. Aber nur wenn du sagst, was du gerade für eine Handbewegung machst. Regensburg. Er macht so gerade den Usain Bolt mit dem Pfeil in gen Himmel. Ich greife gerade in die Luft und hole Regensburg ganz weit runter und sputzel Würzburg hoch. Kannst du nochmal. Ehrlich gesagt, aus Eigennutz. Kannst du das Regensburger Tor von uns, also das Heim, dass wir keine Tore kriegen, zunähen, was du in den letzten Heimspielen erfolgreich gemacht hast? Willi.
Ja, ich hab's. Das ist der Grund, warum wir nicht mehr zu null spielen. Ja, ich bin nicht da. Du kannst nicht zunähen. Ich war nicht da, um das Tor zuzunähen. Das eine Mal, als du da warst, das war dieses. Allein das eine Mal, ich habe das sehr oft gemacht, das hat sehr oft funktioniert. Nein, ich meine, das eine Mal, als jetzt Corona-Zeit war, warst du doch da, und hat es auch funktioniert, da gab es auch einen Sieg. Ja, gut, da war ich ganz kurz mich unterhalten, sind zwei Tore gefallen. Ja, aber trotzdem gewonnen, ne? 4-2. Halt. Ja, Breaking News, ich habe was für euch. Ein toller Beitrag, ich lese vor. Zeitgeschehen. Jeder von uns hat seine Sicht auf die Welt und die Dinge, die auf ihr passieren. Subjektiv ist somit zwangsläufig. Der Verein hat sich aus sportlichen Gründen dazu entschieden, etwas zu verändern, und das habe ich akzeptiert. Es ging danach darum, die Entscheidung zu verdauen und auf höchstem Niveau weiter zu trainieren und die Mannschaft zu unterstützen, was mir intern mehrfach positiv attestiert wurde. Ich habe es vermieden, mich während der Zeit öffentlich zu dem Thema zu äußern, um dem Verein und dem Team den Fokus auf den Klassenerhalt nicht zu nehmen. Und ich möchte dies gerne auch weiter so beibehalten. Dennoch, Sportbild, eure heutige Printausgabe irritiert nicht nur mich. Mein Ziel ist es keinesfalls, eine Debatte über journalistische Berufsethik und den sogenannten Qualitätsjournalismus zu entfachen, sondern vielmehr mich kurz, aber mit aller Deutlichkeit vom Geschriebenen zu distanzieren. Du bist jetzt aber nicht bei Himmelmann. Schade, dass solche Mutmaßungen nun meinungsbildend gedruckt und multipliziert wurden, ohne sie zu verifizieren. Grüße gehen entsprechend auch an alle Abschreiber. Damit möchte ich dieses Thema nun auch abschließen und dem Team weiter alles Gute und viel Erfolg wünschen, denn darauf sollte der Fokus nun liegen. Euer Robin. Eine Wortmeldung? Das wäre cool. Ich fand das zu hören. Ja, kannst auch zuhören. Darf ich? Oder findet ihr das? Natürlich darfst du das zuhören. Wenn ihr das auch gut findet, geht. Nein, auf jeden Fall. Wir brauchen die TikTok-Generation bei uns. Ja, genau. Ja. Sei dabei. Ja, das ist aktuell. Hat Robin vor 3 Stunden auf Facebook gepostet. Und es ist tatsächlich schon x-fach kommentiert worden, oder? Ja, 1390 Likes, 121 Kommentare. Also das zerreißt ja die Mannschaft tatsächlich noch. Also ist wäre jetzt natürlich die Frage, ob das klingt jetzt aber so reingeschrieben, so perfekt, ist er denn so bewandert, dass er das tatsächlich selber alles so getextet hat? Das klingt ja mit sehr viel Herzblut, mit ganz feiner Feder geschrieben. Ja, das hat jemand für ihn geschrieben, glaube ich auch. Also Ghostwriter. Aber jetzt kommen die ganzen Fragen natürlich schon. Jetzt möchte ich gerne wissen, was da steht. Kann mir das jemand sagen? Irgendein Dreck wahrscheinlich. Ja, hilfreich. Also, das heißt, also interessieren sich wirklich alle dafür, was denn die Sportbild geschrieben hat. Also, wenn dem jetzt so ist, dass wir das mal so als Meinung hinnehmen, ist das natürlich, also das widerlegt so ein bisschen das, was Erik vorhin geschildert hat, mit der Tatsache, dass jetzt interne Stimmen laut wurden, dass genau das nicht passiert ist, dass der Trainingseifer nicht vorhanden war und dass die Motivation ins Negative ging und er eher die Leute runtergezogen hat mit seiner Einstellung als zu motiviert. Ja, damals doch, Erik, du solltest einen anderen Podcast machen. Lad den Jan Henrik ein, der schreibt, du fehlst, Robin. Ich hoffe, dass wir alle irgendwann wieder im Stadion sein können, dann dir dann die Liebe zukommen lassen können, die du dir bei uns verdient hast. You never walk alone. Da hast du schon deine Nummer 1, ganz vielen wird. Robin. Guckst du, ne? Also ich würde tatsächlich, ich habe einen Podcast, das eine gute mit Robin. Idee. Ein Podcast mit Robin wäre lustig. Ja, oder? Aber auch nur, wenn er okay findet, sich remixen zu lassen. Erik hat ja alles verpasst gerade wieder. Er hat die Breaking News auf Facebook verpasst. Aber er liest sie gerade. Ja, es ist aber auch, es ist eigentlich einfach zu perfekt. Artikuliert, finde ich. Oder es ist, es, also in meinen Augen, Ohren ist es sehr viel Rechtfertigung. Und er tut sich wirklich keinen Gefallen, indem er sinnig aus einer New Yorker oder Detroiter U-Bahn in den nicht vorhandenen Himmel guckt. Also, ich weiß nicht. Wo warst du gerade? Also wieso will er denn unbedingt, dass die St. Pauli-Fans ihn weiter lieben? Die Liebe ist ihm doch sicher, weil er viel gemacht hat. Wieso will er sie jetzt irgendwie, will er sie in seinen Kanal holen? Als Gegendruck für irgendwas? Na, der Mann ist verwundet. Das wären wir alle. Ich meine, nach 8 Jahren Profifußballleistung beim FC St. Pauli. Und dann so abgelegt werden,
das ist schon eine Verletzung. Also das gestehe ich ihm auch zu, verletzt zu sein. Aber wenn er tatsächlich PR-Berater hat, und das klingt ja so, ja, also auch schon beim ersten Statement, dann ist einfach der Rat von der allererste Rat der Coolness ist Sternchen. Warte mal kurz, ich muss ein Sternchen setzen, weil ich habe keinen Einwurf. Stille. 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 Lass doch die Sportbild schreiben, was sie will. Du holst sie doch erst auf dein Gesprächsniveau runter, wenn du jetzt darauf reagierst. Also wäre er mein Mandant, hätte ich ihm gesagt. Hättest du das zugelassen, dass er so sich äußert? Fresse halten. Du hast alles gesagt, was zu sagen ist. Du hast dich verabschiedet, ab jetzt Funkstille. Dürfte ich mein kurzes Sternchen... Vielleicht würde ich noch einen Podcast bei St. Pauli Pop machen. Das würde ich machen, ja. Ich muss das Sternchen zurückholen. Und zwar, du hattest doch vorhin gefragt, wen ich vermisse. Hatten wir nicht mal einen Kampfschwein Rath, Marcel Rath? Ja. Da wäre ich jetzt dabei. Wie bist du jetzt von Robin Himmelmann auf Marcel Rath? Weil du gesagt hast, guter Rat ist teuer. Und das ist doch, der war nicht so teuer, glaube ich. Das war ein Kampfschwein. Also tatsächlich hier das Angebot an Robin Himmelmann, wenn der erste Schmerz vorbei ist und du Lust hast, mit uns eben nicht über das Thema zu sprechen, sondern über Dinge, die uns dahinter interessieren, die ja vielleicht dahin geführt haben zu dem, was passiert ist oder nicht passiert ist. Also mich würde extrem interessieren, wie zum Beispiel so Leute wie Jan-Philipp Kaller oder auch Robin Himmelmann, für mich gehört Waldemar Sobotta auch dazu, aber nur in Klammern, weil er immer noch in Anführungsstrichen Profifußball spielt. Robin Himmelmann wird das auch noch tun, ein paar Jahre. Aber also für dich gibt es mehrere Arten vom Abgang. Nee, also, wie funktioniert denn das eigentlich, als Profifußballer bei einem Verein wie St. Pauli zu spielen? Also vom Wappenküssen und irgendwie beim Fan-Podcast-Radio mal vorbeisehen abgesehen. Also kann man diese Diskrepanz zwischen ich AG im Profifußball und so einem Fanumfeld wie St. Pauli, kann man das überbrücken? Und wenn ja, wie? Und was passiert nach der Karriere? Und was bleibt davon? Was hört man von Kollegen, die bei St. Pauli waren, Stichwort Ginczek, und jetzt irgendwie im großen Fußball mitspielen? Ist da irgendwas noch übrig geblieben von St. Pauli? Das sind Sachen, die mich interessieren würden. Zu viele Fragen auf zu vielen Ebenen. Also es gibt ganz viele kleine Antworten auf unterschiedliche Fragen, die du wahrscheinlich gestellt hast. Also natürlich kann jeder Profifußballer, der eine Station St. Pauli hat, sich mit jeder nächsten Station anfreunden und trotzdem gute Erinnerungen an den Vorgängerverein haben und auch bleibende Erinnerungen und auch sagen, das war das Nonplusultra oder... Ja, natürlich. Das ist ja gar nicht die Frage, die ich stellen wollte. Die Frage, die ich stellen wollte, ist, was bleibt von den Spielern, die versucht haben, ja, den in ihrer Rolle als Profifußballer die Verbindung zum Verein zu überbrücken. Das ist ja. Was meinst du mit überbrücken? Ist ja ein Kurzschluss. Was meinst du mit überbrücken? Wenn jetzt Kaller beispielsweise, also auch so eingebunden wie er ist, über seine Mutter und sozusagen das ganze Umfeld, ist er ja aber immer noch Profifußballer gewesen. Und er hat auch gewisse Ansprüche, er hat sich an gewisse Dinge gewöhnt. Also ich kann mich erinnern an Gespräche im Verein, als es um Fabian Boll ging oder auch um Bruns, dass es auch immer um das Thema ging, Status Profifußballer, und der ist jetzt plötzlich vorbei und man ist sozusagen, hat einen ganz neuen Status und ist in einer ganz anderen Welt, obwohl man im selben Verein ist.
Relativ. Also ich glaube, du bist ja trotzdem weiterhin werktätig sozusagen. Nein, also aber Florian, die Welten sind so unterschiedlich. Das ist ja das, was ich meine. Stromkante ist so riesig. Meinst du denn, die sind in den Welten gefangen oder gefesselt? Ja, du gewöhnst dich dran, 250.000 Euro im Jahr zu verdienen, wenn du das 15 Jahre lang verdient hast. Beim FC St. Pauli? Ja, 250 bis 500.000 Euro, würde ich sagen, ist ungefähr das Jahresanleger eines Profis. Wäre mein Tipp. So mit Prämien und einem Tipp und Zapp. Ja, das ist ja bei St. Pauli nochmal, glaube ich. Ich glaube das so, ne? Nein, das ist ja auch nochmal erschwerend, weil du wirst ja zu so einem kleinen Halbgott gemacht, als Boy in Brown. Und das hast du ja bei anderen Vereinen nicht, da bist du halt Profi. Bist ein Star. Du musst abliefern. Scheiß Millionarios, wir bezahlen euch und so. Hier bist du ja auch nochmal die Projektionsfläche für eine bessere Welt. Genau, so ist es. Das ist das, was mich interessiert. Das ist in der Tat die Frage, wie schaut das aus? Ja, sehr gut. Das ist eigentlich ein wunderbares Thema für einen Podcast für einen Profispieler oder ehemaligen Profispieler, der sich auf diese Frage einlässt. Und ich glaube nicht, dass Robin Himmelmann im Moment soweit ist, sich darauf einzulassen, aber im Sommer würde ich sagen, falscher Ansprechpartner jetzt. Sofort, sehr also gerne. Es gibt ja ganz viele noch aus der Zeit. Fabian Boll wäre so einer. Da würde man, also hier nochmal die Einladung, Fabian, du hörst uns ja ab und an mal. Wenn ihr jetzt aus dem Aufstiegsrennen raus seid, können wir uns ja entspannt in Strande bei Alexi mal auf dem Podcast treffen. Also Oliver sagt, die sind raus, weil die sind ja noch im Pokal drin und jetzt verlieren sie in der Liga alles. Ne? Schöne Grüße an Oliver. Übrigens herzlichen Glückwunsch auch an Finn Bartels, ne? Diesen tollen Sieg. Ja. Hat mich so gefreut. Du hast dein Handy am Mikro. Du machst hier die Störgeräusche. Störwilli. Vodafone Störgeräusche. Ja, aber das war hier Thema Fußball nochmal. Das war echt ein schöner Fußballabend. Wer hier jetzt? Ja, mit Finn Bartels. Als Finn Bartels. Ach so, natürlich. Ja. Und so muss Fußball sein. Ne? So, da habe ich richtig gefreut. Fußball, so wie wir früher mal waren. Ne? 11 Freunde gegen 11 Bayern. War toll. Naja, ja, der sympathische Underdog gegen den großen FC Bayern München. Kiel ist so St. Pauli heute Abend. Ist das nicht lustig? Weil das war auch mein Eindruck. Und ich konnte das irgendwie, ich weiß nicht, aus welchen Gründen ich das nicht kann, aber ich konnte das nicht überstülpen. Aber es konnten ganz viele St. Paulianer waren plötzlich Kieler. Ja, ich weiß nicht, ich finde Kiel nicht geil, ehrlich gesagt. Nee, ich finde Kiel auch nicht geil. Aber wenn ein Zweitligist gegen Bayern, den Champions-League-Sieger, die niederringt in der Art und Weise im Schneegestöber, ist das vollkommen... Ja, aber es ging so ohne Gegenwehr. Das war einfach so die Schablone übergestülpt. Nee, das war so. Finn ist unser und Boll ist unser. Und eigentlich hat St. Pauli gegen Bayern nochmal gewonnen. Das ist doch irgendwie albern. Das war so wie damals gegen Bremen. Ja, aber albern ist es doch, weil es ist Kiel. Albern, nee, das ist nichts St. Pauli. Du bist ein Kielhasser. Du musst mal so ein bisschen reflektierter in die Holsteiner rangehen. Ich habe nur einfach eine klare Stromkante gegen Kiel. War dein St. Pauli-Spiel, das St. Pauli-Spiel-Erlebnis, war das das Bremen-Spiel im Pokal? Nein. Was würdest du, gibt's ein Spiel, wo du sagen würdest, das ist das markanteste Spiel, was mir in Erinnerung ist. Ja, ich habe eins, aber... Ihr fragt mich. Ja. Ich frage jetzt gerade Markus. Ja, fragt mich. Mich fragt er jetzt mal. Ja, ich möchte auch, dass du das erzählst. Ich glaube, dass unsere Zuhörer interessiert das, was ich jetzt hier als Erlebnis habe. Und mich auch. Und ich muss euch sagen, es gibt wenig. Weil fußballerisch gibt es immer so diese Erlebnis früher von scheiß Fußball, den in der Regionalliga irgendwie damit 1-0 irgendwie besiegst. Irgendwie gegen Werder Bremen 2 oder sonst was. Aber die Spiele, wo du wirklich sagst, man kann ja mit so einem 2-1 Bayern Weltliga Pokal. Es ging ja damals dann los nach diesen ganzen Regionalliga. Es war ja richtig grottig in der Regionalliga. Ja, klar. Und als es dann nachher in der Zweitliga hochging, da gab es mit Stani, dann gab es ja schon, ich glaube, in der zweiten, dritten Saison dann wirklich Highlight-Spiele. Also Freiburg weggehauen hast, 5-0, Hoffenheim. Leipzig. Leipzig, das waren dann so heiß. Es war aber auch dann die Mannschaft, das waren ja praktisch eine Gruppe von Nobodies und dann im letzten Aufstiegsjahr dann auch angereichert eben mit ganz geilen Leihspielern. Das war halt eine einmalige Geschichte, die dann gelaufen ist. Aber dann eigentlich in der Bundesliga, was war da für ein herausragendes Spiel, da haben wir ja sehr viel verloren. Naja, Wir haben so einen 1-0-Sieg im Volksparkstadion unverdientermaßen gehabt. Ja, aber es war ja eben dann das Ganze drumherum, auch nicht das Spiel.
Ne? Naja, also es war halt schon drumherum, gab es auch viel. Also jetzt bei diesem Alzheimer-Tor gab es ja halt diese Terminverschiebungen, die dann stattgefunden hat. Rollrasen. Verleger, nein, Besieger. Es ist immer das Ganze drumherum. Es sind die Menschen. Es ist das Gemeinschaftserlebnis. Ja. Deswegen frage ich auch persönlich. Aber fußballerisch, ja, dass du jetzt wirklich sagst. Ich hätte mich auch gefreut, wenn du gesagt hast, ich war damals in Mainz bei einer 0-1 Niederlage und das war ein ganz toller Event oder ein 1-1 in Freiburg. Ja, oder es gibt ganz viele tolle Erlebnisse auf Reisen oder die man gehabt hat. Aber ich sag mal, wenn die Frage wirklich war, erinnerst du dich an ein Spiel fußballerisch? Ja, diese Szene mit Ginczek, wo Ginczek die rote Karte gehabt hat, wo dann, bevor wir lagen zurück und dann wurden eben hier die Ebbers und Boll eingewechselt und haben dann wie die Macker gemacht, auf dem Rasen rumkommandiert und dann war das Ausgleich geschafft und dann ist Ginczek noch vom Platz geflogen und trotzdem auch noch gewonnen. Ja, das ist St. Pauli gewesen. Das war jetzt die St. Pauli-DNA, so eine rotzige DNA, ja, aber die war nie fußballerisch. Wo du sagst, und heute spielt ja der Fußball, ich wird in der zweiten Liga schon sehr feine Klinge geschwungen, ne? Das ist ja alles schon fußballerisch und sehr viel Anspruch. Wir können mitspielen. Aber dass ich jetzt sage, ja, das ist jetzt, oder in den letzten 2-3 Jahren gab es da ein Spiel, wo man sagt, ja, das war total toll. Auswärtsspiel Nürnbergs war toll, als wir da 2-0 gewonnen haben, ne? Zumal wir so, ja nicht gedacht haben, dass wir gewinnen. Aber fußballerisch, hast du dann erlebt an das Spiel, warum wir da fußballerisch so gut waren? Null. Nö. Ne? Aber dann halt Ewald, ne, vielleicht neigt sich vor den Fans und so. Alle. Hier im Frankenland, ne, spielen wir euch an die, genau, Wand. Und die ganze Kurve im voll betrunken liegt am Boden. Weil man ja auch immer sagen muss, Nürnberg, Kudos. Ich meine, so eine hervorragende Versorgung mit hellem Bier und Jetzt könnte ich ja was Böses sagen. Wieso? Deswegen waren da immer die Reichsparteitage, weil der Bier-Support da so gut war. Ach so. Ja, nix so. Ach so. Das war ein einziges Feldherrenlager und dieses Nürnberger Stadion ist ein einziger Affront. Mitten im Zentrum der nationalsozialistischen Bewegung steht dieses Frankenstadion. Ja, und wenn du dann halt das Reichsparteitagsgelände gehst am nächsten Tag und die ganzen Heizefeizes siehst, die sich davor ablichten lassen, ja, dann weißt du auch, was Sache ist. Mhm. So, und es hat schon Droge und Volksdroge für die Volksgemeinschaft, ist halt Bier. Und genauso wie wir in den Kurven liegen, liegen andere Leute auch in der Kurve. Aber ist eine ganz andere Diskussion. Aber wenn du mich wirklich fragst, fußballerisch, St. Pauli. Also kein Schwerpunkt auf fußballerisch. Einfach, wo du jetzt sagst, dass dir ein Spiel deiner Mannschaft besonders in Erinnerung, positiv in Erinnerung geblieben ist. Alle St. Pauli-Spiele bleiben mir positiv in Erinnerung. Immer wenn ich dich sehe, wenn wir uns treffen an der Nord, wir gehen durch das Tor und du sagst dann, hey, kaufen wir erstmal eine Wurst. Ich dann so, super, ich krieg eine Wurst von Billy. Toll, ist das Spiel ja der Tag schon gelaufen. 12 Uhr und 3 Minuten. 12 Uhr und 3 Minuten auf einen scheiß Samstag zum Frühstück gibt es eine Stadionwurst und man muss einen überreden zum ersten Astra. Mit einem Weißbrot aus Bulgarien. Ach, das Standard-Weißbrot. Dann auf die Toilette, auf die Rinne, zur Rinne. Dann irgendwie sich Platz schaffen auf der Nord. Also, es ist alles toll. Es gefällt mir immer wieder. Vermisst man, ne? Das vermisst man wirklich. Aber Erik, ich spreche dich jetzt mal drauf an, auf deine Erinnerung. Ja, ich habe eine ganz spezielle Erinnerung. Die hat mit Marcel Eger zu tun. Ich weiß gar nicht, warum. Mein Spiel, das für mich St. Pauli ausmacht, ist ein Spiel gegen Kaiserslautern gewesen. Ein Heimspiel oder auswärts? Heimspiel. Das 1-0, das wir gewonnen haben. Nee, wir haben... Mit der Rotenbach-Grätsche. Nein. Bundesliga? Nein. Zweite Liga? Zweite Liga. Bundesliga war geil, 1-0. Das ist auch eine schöne Szene, aber die hatten wir schon ein paar Mal. Mit dem Rotenbach-Popo. Ja, mit dem Rotenbach. Kaiserslautern hat für mich so einen ganz negativen Touch. warum eigentlich? Weil die einfach... Ich meine, die sind so in Finanzschieflage und werden so supported durch Finanzmittel, obwohl das ist... Das ist die steht. Region und die Region, Kaiserslautern ist wichtig für die Region. Das war ja schon vor 15 Jahren die Ausrede für den DFB. Vor 15 Jahren habe ich gespielt am wie heißt das Stadion? Bökelberg ist Gladbach.
wie heißt das? Fritz-Walter-Berg. Nee, das hieß Betzenberg. Betzenberg, genau. Da hast du mal gespielt? Da habe ich mal bei der Hamburger Auswahl gespielt, ja. Aber nicht vor 15 Jahren. 15 Jahre? Nee, ist länger her. Du wolltest hören, ne? Nee, es war vor 2 Jahren. Ich habe vor 2 Jahren mit der U50 da gespielt, gegen die U80, weil das waren die einzig Geimpften und die durften da schon kick und spielen und wir haben 7-0 verloren. Ein Scherz beiseite. Du wolltest doch wissen, welches Spiel für mich St. Pauli war. Ja, Kaiserslautern. Und welches gegen Kaiserslautern? Es war November oder Januar, auf jeden Fall nasskalter. Es war Dauerregen. Es war richtig scheiße. Es war das schlechteste Spiel, das ich jemals gesehen habe. Und trotzdem sind wir aus irgendwelchen bescheuerten Gründen 2-0 in Führung gegangen und haben noch 4-3 verloren. Und es war einfach so schlecht, es war so schlecht. Und es waren alle die dabei, die wir heute so ins Herz geschlossen haben. Marcel Eger, Benny Adrian, weiß ich gar nicht so genau, ob der noch dabei war. Auf jeden Fall. Also dieser Pokal-Arie noch. Ja, die ganze Truppe um Boll, um hier den Capitano, Morena. Es war einfach so, also wir waren so schlecht und Kaiserslautern war auch schlecht, aber wir waren so, so, so sehr viel schlechter, dass wir nach dem 2-0, das wir nicht verdient hatten, aufgehört haben, Fußball zu spielen, in diesem Regen 4-3 verloren und dann stehst du da vor dem Stadion, noch die alte Gegend gerade mit diesem Gestell da, und bist einfach ratlos. Und dann entscheidest du dich, nach Hause zu gehen und zu sagen, ich ziehe da trotzdem irgendwas raus. Ich weiß jetzt noch nicht genau was, aber ich weigere mich, dass ab jetzt das Wochenende scheiße ist. Ja, ich mag okay. Ich liebe die trotzdem irgendwie. Also dieses trotzdem irgendwie liebhaben, das ist eine St. Paulianische Tugend. Die hattest du ja schon angesprochen, Markus, als Untugend quasi. Das trotzdem lieben, oder was? Ja. War es Untugend? Das wäre falsch verstanden. Das glaube ich auch nicht. Ja, das auf jeden Fall trotzdem lieb haben. Also, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Dass sie sich auf jeden Fall immer lieb gehabt werden. Ach so, du meinst so eine Art Freifahrtschein. Ja, die berühmte Luhukaische Komfortzone hier. Dieses schwedische Volksheim, das wir hier bei St. Pauli haben. Alle haben dich lieb, du kannst eigentlich machen, was du willst. Du kannst als Himmelmann kannst du irgendwie eine Hinrunde spielen, die unter aller Kajüte ist. Das gilt für die gesamte Innenverteidigung. Macht nichts. Wir vertrauen euch, Jungs. Wir machen mit euch weiter. Das ist ja eigentlich der Bruch, den wir dieses Jahr das erste Mal leben, ist ja, dass Bornemann und Schulz sagen, nix. Wir haben euch trotzdem lieb. Sondern wir holen hier jetzt mal Leute, die uns jetzt sofort verstärken und die euch auch verdrängen. Das ist ja die Verletzung, die Robin Himmelmann hat und die auch diese Fanschaft hat. Das ist ja quasi bisher nicht vorgekommen. Dass wir haben euch trotzdem lieb, war ja sozusagen, ist St. Pauli gehen. Und das hat Bornemann vor allem aufgekündigt, hat gesagt, nix, wir haben dich gar nicht lieb. Ich zumindest nicht. Du kommst hier in die 4. Reihe, fertig hat sie der Fisch. Ich überlege gerade, ob ich die Schablone auf andere Winterpausen, wo es eh nicht schlecht auf den Stand legen kann und das gleich rausziehe, aber wahrscheinlich nicht. Also zumindest nicht mit diesen Verabschiedungen sozusagen. Da wurde ergänzt, aber nicht ersetzt. Jetzt wird das erste Mal ersetzt. Das erste Mal wird gesagt, du bist, und das ist ja der Grund, warum die Causa Himmelmann so hochkocht. Du bist zwar St. Pauli, aber du bist nicht mehr St. Pauli Profikader. Das ist ja die Diskrepanz, die jetzt ja gerade und die Sportbild sozusagen als Sportboulevard-Zeitung würde ja nie im Leben darüber berichten, wenn es nicht jemanden gäbe, den das interessiert. Also es interessiert uns ja. Also beim Reden interessiert mich nicht. Was? Jatta interessiert mich tatsächlich nicht. Und nein, wir sind auch keine HSVer und irgendwie, wir sind auch keine Bildfreunde sowieso nicht. Eben, deswegen kriegen die viel zu viel Podium bei uns. Nein, aber der Boulevard funktioniert doch nur, also hat nur Resonanz, wenn es die Leute auch interessiert. Sonst hat er keine Resonanz. Die ganze Geschichte läuft ja auf der Resonanz. Und ich bin jetzt bei Himmelmann. Ja, aber die ganze Geschichte läuft ja darauf, dass du sagst, du hast
St. Pauli ist ein Hort der Solidarität, da ist man anders, da ist man solidarisch und da hat man eben auch Verdienste angehäuft. So, und wenn jetzt dort Spieler gehen, dann wird gesagt, das geht ja nicht. Dann kannst du halt eine Story draus machen. Verdiente Spieler sozusagen. Ja, verdiente Spieler. Und, so funktioniert, also ich glaube, so, so, ich glaube nicht, dass wenn Himmelmann geblieben wäre und nur Tasky gegangen wäre, dass dann nein, das verdiente, dann alles verdiente Spieler, die aber auch dann mit dem Boulevard gut verflochten sind, darf man ja auch nicht vergessen, die verdienten Spieler. Ist ja so. Hm? So, und das ist eigentlich die Geschichte, die dann immer dabei ist. Und wenn du diesem Verein aus dem, das ist jetzt, sage ich mal, auch, glaube ich, das, was Oke meint oder was versucht wird oder was Luca mit der Komfortzone sagt, wenn du das aufbrechen willst und eher leistungsorientiert fahren willst, dann hast du natürlich damit einen Konflikt. Und damit hast du dann auch dann einen Konflikt mit der Fanschaft, die dann diese Folklore nicht mehr haben will. Wir wollen natürlich auch nicht absteigen. Ja gut, dann gehört eben das dazu. Und dann kann man darüber diskutieren, ob einem das gefällt oder nicht gefällt. In Konsequenz müsste man sagen, machen wir es nicht, spielen wir in die dritte Liga oder vierte Liga. Aber tatsächlich, wo wird denn das so diskutiert? Eigentlich doch nur bei uns hier. Also ich nehme das sonst nirgendwo wahr, dass die Leute sagen, ich kann nur das eine. Also ich kann entweder sagen, ich organisiere meine Profifußballmannschaft so, dass sie so gut spielt wie möglich. Dann muss ich mich den Regeln des Profifußballs unterwerfen. Oder ich spiele irgendeine Form von St. Pauli-Fußball. Dann muss ich aber im Zweifel mit Robin Himmelmann und meinetwegen auch mit Marvin Knoll in die dritte, vierte Liga gehen. Ja, Marvin Knoll wäre dann auch weg. Das kommt ja noch hinzu, dass die Leute eben, und das meinte ich ja mit dem Profifußball, eben, das würde mich unglaublich interessieren, mal mit einem Profifußballer darüber zu reden, wie die Sicht eines Profifußballers ist auf so einen Verein, der ja unglaublich viel von dir verlangt. Viel mehr als nur gut Fußball zu spielen. Also ich glaube, die Antwort kann dir eigentlich nur ein Profifußballer geben. Willi, deswegen frage ich dich. Du warst ja immerhin am nächsten von uns dreien dran. Nee, ganz weit weg. Aber vielleicht kann ich für dich irgendwas organisieren, dass ich jemanden auf der Straße treffe, den ich frage, sag mal, warst du nicht mal Profifußballer, hast du nicht mal Zeit für unseren Podcast? Mal gucken, vielleicht klappt da ja was. Na, solange er für St. Pauli gespielt hat, ja. Naja. Ja. Aber es ist auch einfach so, das siehst du jetzt auch am Beispiel Himmelmann, es bringt ja nichts, den Leuten vorzuwerfen, wenn sie halt ein gutes Angebot kriegen, dass sie dann weg sind. Wenn auf der anderen Seite der Verein ihnen ja auch keinen Rentenvertrag geben kann, wenn sie eben nicht an der Spitze performen. Und also Robin Himmelmann ist nicht weg. Der ist freigestellt worden. Zahlen wir den noch? Ja. Ja, ja, schon. Aber, der, ja, aber also das aber, ist die schlechtmöglichste, der schlechtmöglichste Abgang ever. Ja, aber er ist brutal rasiert worden. Ja, eben. So, und wie du sagst, das ist halt egomäßig schon ein Problem. Und ich glaube, das ist in dem auch ganz bewusst dann vom Bornemann dann auch durchexerziert worden. Das ist das, was man machen wollte, auch um einen Eindruck auf den Kader, auch auf andere Spieler, glaube ich, zu haben. Ich glaube, dass da eigentlich Robin sicherlich nicht der schlechteste Spieler gewesen ist. Nein, natürlich aber nicht. Aber es ist ein ganz klares Zeichen an den Kader, dass er ist Hierarchieträger passiert. Gewesen. Also, die Hierarchie hat er aufgebrochen. Also Kader komplett. Heißt, wir haben jetzt einen Kader zusammen, der ungefähr so bleibt bis zum Sommer. Wir spinnen das Märchen mal zu Ende und sagen, wir sind im Sommer tatsächlich auf dem 15. Platz gelandet. Und verlieren Salazar, den Torwart, Mamouche und was weiß ich, wen vielleicht noch. Schulle ist da. Finn Ole Becker. Wieso gibt es Angebote? Nee. Im Sommer bestimmt. Nee. Werden wir jetzt auch Platz 15 schaffen? Ja, okay, das ist schon eine große Steilvorlage für einen U21-Spieler. Ja, gut, aber spannend wird eine durchwachsene Saison spielt. Spannend wird eine ganz andere Sache sein, wenn du 15 geschafft hast. Klassenerhalt. Und du bist dann im Sommer und es geht jetzt in die Planung für die neue Saison hinein, dann bist du einfach in der Situation, wer ist der Verantwortliche dafür? Und wenn du dann eine Situation hast, dass im Mai klar wird, dass das Präsidium Oke Göttlich nicht mehr weiter beschäftigt wird, das ist ja dann klar, dann ist eine Frage, ob es einen Sportdirektor
Bornemann dann noch gibt. Sag mir mal, was zur Reihenfolge. Ich bin ja nicht Mitglied sozusagen an diesem Dreiertisch. Ja, die Skatrunde der Mitglieder findet ohne mich statt. Ich baue einen Skat und ich gebe. Du musst übrigens noch im Januar eintreten, damit du auch unsere Stimme noch mit vertreten kannst. Wir zahlen dann Eintritt. Das heißt, ihr zahlt meine Beiträge und ich stimme. Wir zahlen dann Eintritt. Ihr sagt mir, was Eintrittsgeld. Ihr sagt mir beim Eintreten, für wen ich die Hand heben soll. Wir lassen dich rein. Also ihr seid die harte Tür. Wir sind die harte Tür, die dich reinlassen. Mann, ich kenne Leute, da glaubst du gar nicht, du. Das glaubst du gar nicht. Zur Not bist du in der Segelabteilung noch. Oder in der Seelenabteilung? In der Serienabteilung. Ach so, ich dachte Seelen, dass du alle Heiligen oder so, dass sie Feiertage nochmal geholt. Aller Segeln. Der Willi geht in die Abteilung Schiedsrichter. Da kriegst du sogar noch Geld. Aber die wissen alle, wo mein Auto steht, dass ich nicht und habe. Und eine Pfeife bist du ja sowieso, ne? Genau, als Pfeife gehst du in die Abteilung Schiedsrichter. Da würde ich jetzt nochmal zitieren, Sean oder Ryder. Wie heißt das Lied nochmal von Sean Ryder, wo er so pfeift? Step on. Das ist ja wie unsere Weihnachtssendung vor einem Jahr. Um auf die Frage zurückzukommen von Willi, am Anfang von der Planung, ja. Das ist 2:37. Es ist so, dass im Mai der Aufsichtsrat sich äußern wird, wen er vorschlagen wird, also der Aufsichtsrat bestimmt das, vorschlagen wird als seinen Kandidaten für die Mitgliederversammlung im Oktober, November, September, November. Irgendwann. Jedenfalls in der zweiten Jahreshälfte. So, und wenn jetzt Sie sagen, das macht jetzt Pipapo und dann kann Oke auch noch sagen, ich kandidiere auch noch mal dagegen. Du kannst auch zwei Kandidaten haben. Aber es ist recht aussichtslos. Also der Aussichtsrat im Grunde bestimmt jetzt, was das ist. Und deswegen gibt es auch gerade die Kampagne, die wir gerade erleben, mit Corny und diese ganze Miesmacherei gegenüber das jetzige Präsidium. Ne? Wobei wir das im Konjunktiv sagen müssen. Ne? Ich sag das, du bist immer jeder vorsichtig. Ich sag das einfach mal. Corny, so sind die noch alle Mitglieder zahlen, dann nicht zahlen? Natürlich, sicher. Ja. So, da gibt es dann halt dieses Framing mit, Trikot super, aber Sport hat das Präsidium keine Ahnung von. Und wenn dann gesagt wird, wir machen einen anderen, dann kriegst du ein neues Präsidium im Oktober, November. Und dann hast du wieder totale Planungsunsicherheit. Total. Vollkommen. Zumal das ja für die sportliche Variante zu Unzeitpunkten stattfindet, weil du mitten im Nowhere... Im Abstiegskampf sitzt. Ja, da sagst du jetzt St. Pauli, aber es gibt andere Mannschaften, die sind gar nicht zu dem Zeitpunkt im Abstiegskampf, aber die haben da einen besseren Plan. Aber wir sind natürlich traditionell immer im Abstiegskampf. Ja, natürlich, im November sind wir Platz 16, die ersten drei Spiele gewinnen wir haushoch und danach treten wir nicht an und kampflos geht das 0-5 an die Gäste. Aber die Gefahr ist eben nicht die Gefahr. Du hast halt einfach ein Führungsvakuum in dem Augenblick. Also es kann sein, dass dann eigentlich das Präsidium lahme Ente ist seit Mai dann, die nächsten Monate. Und lahme Ente heißt so nicht, dass die Clubkneipe von egal. Ach, nee, das war stimmt gar nicht. Lahme Ente hieß im Skiort, wo ich immer im Januar bin, hieß da die Après-Ski-Bar, hieß lahme Ente. Jetzt weiß ich es wieder. Da ist Donald Trump hingezogen. Ja, Ende Januar, die Skiwoche, die ist ja nicht dafür. Lahme Ente. Bin ich nicht hingegangen, aber lahme Ente war immer so Abrisski. So ein Spreader-Treff. Super-Spreader-Treff, lahme Ente, Super-Spreader. EJ war mal Super-Spreader. Auch mit Trillerpfeife? Ja, natürlich, Step on. Halleluja. Weiße Handschuhe und Trillerpfeife. Halleluja. Sing Halleluja. Nee, das ist ein anderes Lied. Ich weiß. Ach, ist das schön. Wir haben schon, also die Leute, die jetzt schon noch dabei sind, herzlichen Glückwunsch. Also ihr seid unsere Selbstkasternei. Es bleibt bei St. Pauli spannend und das ist das Schöne auch bei diesem Verein, dass da eben manche Sachen anders sind. Und es bleibt auf alle Fälle spannend. Auf jeden Fall. Und deswegen, glaube ich, sind wir auch immer so ein Jojo. Also wir werden gar nicht die Kontinuität erreichen können. Das war jetzt unter Stani halt diese Zeit. Aber das ging auch nur deswegen, weil du so am Boden warst. Je tiefer du gefallen bist, umso höher kannst du aufsteigen natürlich. Ja, ich glaube, dass nicht für 5 Pfennig, dass der Aufsichtsrat jemand anderen als Oke vorschlägt. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil... Du redest ja auch von Jetztzeit, ne? Lass nochmal 3 Monate ins Land gehen oder 5 Monate. Ja, aber du bräuchtest ja eine strategische Perspektive. Was wäre die denn? Die kannst du doch jetzt noch locker aufbauen. Wie? Welche denn? Positionier dich als Corny-Riegel. Und du hast noch 3 bis 5 Monate Zeit.
Ja, aber das wäre ja ein strategischer Schwenk um 180 Grad zurück auf das Thema, wir wollen wieder nur noch Fußball spielen. Ja, aber die Sehnsucht gibt es in Hamburg. Die Sehnsucht kann ich mir vorstellen. Also ich rede jetzt nicht von dir. Aber dann können wir doch weg. Oder von dir. Also dann können wir dieses St. Pauli-Podcast-Ding auch sein lassen. Dann gibt es noch 104 Folgen und dann gehen wir zu Altona 93 und suchen uns eine andere Sportart. Machen einen Dart-Podcast. Steel Dart, also wir stehlen. St. Pauli erst, Dart Pop. Steel Dart, also wir stehlen den erst. Den Steel Dart. St. Pauli Steel Drums. Boah, Steel. Dong, 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 dong. Steel Ding, Drums Ding. Übrigens auch. Vor einem Jahr war ich ja in der Karibik. Darauf wollte ich hinaus. Das war meine Vorlage. Ich wusste, das ist so ein Arsch, ey. Du warst so das Badehosen-Model. Da kommt dann ein Freund aus Osnabrück und der wird unser Trainer. Und dann machen wir St. Pauli Steel Drums auf. Ja, ohne Scheiß. Der bringt uns hier so ein paar ausgesüllte Ölfässer mit und dann machen wir hier so ein bisschen Karneval. Das war der Musiker. Ja, der Musiker ist aus Osnabrück. Ist das noch in der ARD-Mediathek? Ja. Boah, ARD. Sehnsucht Karibik. Und der ist dann praktisch wird unser Trainer hier und dann machen wir hier St. Pauli Abteilung Steel Drums. Steel Drums Karibik. Gibt immer Rum. Rum gibt es dazu. Schön Rum. Oh, das ist gefährlich. Steel da kommt Drums. Wahrscheinlich Marvin Knoll auch. Müssen wir uns überlegen, ob wir... Ja, uns mitmachen. Ja, das ist auch gut. Den können wir doch auf einer Insel vergessen. Also so mitnehmen auf eine Insel. Wie ist denn diese Karibikinsel noch, wo der Film gedreht wurde, wo man auch mal einen vergessen kann, weil man dann zu viel abgefahren ist. Also guck mal, das passt doch wie die Faust auf St. Pauli, der Piratenmythos, Steel Drums. Guadeloupe, genau. Guadeloupe. Hat auch was von Remakes. Guadeloupe. Das ist Guadeloupe. Also in Bayern würden sie, der ist der Guadeloupe. Das ist ein guter Lob und deswegen heißt er auch Captain Hook. Captain Hookline. Können wir bitte Captain Hook auf die Playlist nehmen? Ist das ein Musiktitel? Ja. Das Geile ist, beim Podcasten kann man noch stehen und tanzen, sehe ich gerade. When you're in love. Dancing, sieht sehr erogen aus. Ich danze gerade hier in der Küche. In dem St. Pauli Bilbao-Shirt. St. Pauli Bilbao-Shirt und... Ich sage euch Folgendes, wenn die jetzt auf die Idee kommen, Holger Stanislawski zum Präsidenten zu machen oder irgendjemand anderen und die Zeit zurückdrehen zu wollen, dann bin ich weg. Habe ich keinen Bock mehr. Mache ich Schluss. Mach mal die Maschinen. Oder ich kaufe mir, gibt es eigentlich bei St. Pauli eine Gästekurve-Dauerkarte? Dann stelle ich mir einfach jedes Mal zu den Gästen und sage immer, Scheiß St. Pauli. Und dann feiern die mich ab. Ach, willst du da stehen bei... Nein. Bei denen vielleicht noch, aber bei den allen anderen, nee. Ja, aber bei der stehen gar nicht mehr so viel bei Erzgebirge. Die sind nur noch 13. Die wilde 13 aus dem Erzgebirge. Das sind nur noch 10. Also 10 Zehen. Nicht mehr 13, 10. Den Ball muss ich jetzt Markus zuwerfen. Wen würdest du mal in der Gäste? Du hast doch mal in der Gästekurve gestanden, Markus. Ja, natürlich. Bei Darmstadt. Ich als alter Lilien-Ultra. Lilienulter, das heißt, du hattest ein Auswärtsspiel von Darmstadt 98 am Millantor. 2-2 und wir haben immer gewonnen. 2-2 ist für mich nicht gewonnen. Nee, wir haben immer gewonnen. Ach so, also erklär das doch mal. Wir Lilien, haben immer gewonnen. Wir als Lilien haben immer gewonnen, egal ob bei St. Pauli oder beim Was HSV. Was bist du denn jetzt für eine Fahne im Film? Allez le bleu, allez le bleu. Kann man da so Pfeiftöne im Nachgang drauflegen auf diese so Trillerpfeifen? Ja, sobald man euch auf St. Pauli Komfortzone angreift, ne, da ist schon wieder alles hier vorbei. Irgendwann geht dieses Allez le bleu los. Dieses Provozieren auf Teufel komm raus. Ja, ihr habt's doch gewollt. Nee, ich habe nur gefragt, ob du mal in der Gästekurve gestanden hast. Zweimal. Ja, hast du gesagt. Dreimal. Ja. Mainz oder was war das andere? Auch gegen Aue. Fortuna Köln. 0-0. Die haben mal Toilette gespielt bei uns. 0-0. Toilette haben die bei uns am Millantor gespielt. Ja. Wann war das denn? Zusammen mit dem Hatti. Die haben 25 Jahre zweite Liga gespielt. Ach, das Ding war das. Alles klar, Hatti. Ja, Hatti. Ja. Übrigens einer der tollsten Podcaste unserer 100 Jahre Podcasten. Der Hatti, stimmt. Das war die tollste Nacht. Mit Andreas Rettig auf dem Kiez. Und da gab es den Kiez noch. Und über was hat Andreas Rettig gesprochen? Nicht über St. Pauli, sondern über
Geld. Viktoria Köln. Wo ich auch dachte, was bist du für ein komischer Wurst? Wieso Viktoria Köln hat er gesprochen? Red doch nicht. Ja, doch, hat er. Nein. Doch, hat er über Viktoria Köln. Dass das eigentlich sein Verein sei. Und das stimmt ja auch, hat er gespielt. Der hat beim Original, jetzt Viktoria ist der Retorteverein, aber bei der Original Viktoria Preußen-Delbrück hat Andreas Rettig gespielt. Als Zweitliga oder Regionalspieler. Mich würde interessieren, welche Position hat Andreas Rettig gespielt? Das ist jetzt eine wichtig schwierige Frage. Selbst da müsste ich jetzt recherchieren. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube auch nicht, dass er Stürmer war. Aber nee. Auch das, er war kein Mittelstürmer. Torwart war er auch nicht. Okay. Ich glaube auch nicht, dass er Innenverteidiger war. Vielleicht war er zu der Zeit noch Libero. Ah, ich glaube eher so Libero. Ich glaube eher Außenverteidiger oder so ein Ausputzer. So ein Sechser. Ausputzer. So ein Hacker. So ein Bernhard Olk. Ich erinnere mich ja Spieler, die wir vermissen. Bernhard Olk war der Spieler, der, ich kannte mal einen Torhüter, der Probetraining mitgemacht hat und gesagt hat, er ist auf dem Sprung von der Jugend zu der ersten Mannschaft. Da hieß es nur, er hat super performt, war beim Training immer vorne, beim Laufen überall mit dabei. Unter der Dusche hieß es dann, pass mal auf, wenn du das nochmal machst, dann hast du ganz schlechte Karten. Und das war Bernhard Olk. Der hat gesagt, hier so die Alteingesessenen, den durftest du nicht weglaufen im Training. Ja, aber so ist das ja bei St. Pauli heute. Wie? Ja, das ist, früher hat das ja auch funktioniert. Deswegen sind die Kader, die Alten, auch da geblieben. Und heute sagst du, moderner Fußball, Spieler kommen rein, raus. Da wird eben zu den alten Fußballern gesagt, hier, raus mit dir, der Junge kommt jetzt. Jetzt wird mehr gelaufen. Da hast du genau das Szenario. Und früher war das eben so. Also im Grunde hat St. Pauli noch eine alte, traditionelle Kaderstruktur gehabt. Ja, klar, ich meine. Die ist jetzt geschliffen worden. Im Interesse des Erfolgs. Man wird sehen, ob das eine sinnvolle Maßnahme ist. Meinst du denn zum Beispiel die Generation Jan Kocian und wie hieß der Stürmer nochmal? Auch ein Slowak, glaube ich. Ivan Knoflicek. Knoflicek, genau. Wir singen Ivo Knoflicek. Seinerzeit, glaube ich, WM mit Fahrer in irgendeiner Form, wo du auch gedacht hast, okay, die waren konstante Größen und haben super performt beim FC St. Pauli, aber waren jetzt nicht so die Heroes sozusagen, die sie jetzt wahrscheinlich eher wären in so einer Medienzeit. In der also Medienzeit tatsächlich hatte Ivo Knoflicek hatte einen eigenen Song in der Kurve. Wir singen Ivo Knoflicek, schalalalala, kann ich mich noch dran erinnern? Ach Ivo. Meinst du? Ja. Das ist ja eine der Dinge, es gibt ja so Dinge in Gemeinschaften, die so als Wappen vor sich hergetragen werden und dann katholisch sozusagen anders gehandhabt. Also du meinst keine Wappen, du meinst ein Schild, also ein Schutzschild. Ist egal, wie du das nennst. Auf jeden Fall ist bei St. Pauli wird ja immer behauptet, dass wir keinen Personenkult haben. Aber selbstverständlich, haben wir einen. Wir haben einen negativen und einen positiven Personenkult. Und früher hat man das auch noch irgendwie gemacht. Da hat man, wir singen Ivo Knoflicek gesungen. Das macht man jetzt nicht mehr. Aber dafür wird rumgeweint, wenn Mats Möller-Deli in Belgien nicht spielt, wird rumgehofft, dass er wieder nach St. Pauli geholt wird. Und ja, Dennis Naki und wie sie alle heißen, also wir sind voll mit Personenkult. Wir sind quasi ja, irgendwie ein Verein der Untoten. Die Bank, wo die ganzen Untoten drauf rumrutschen. Okay, die Zombies von St. Pauli. Die Zombies von St. Pauli. Die so Lost Souls. Die Lost Souls von St. Das wird der Titel für diesen Podcast. Die Zombies von St. Pauli. Ah. Das ist schön. Das finde ich sehr gut. Die 100. Sendung voll mit Popkultur und vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wollt ihr noch als Outro, wir gehen jetzt glaube ich auf den Ausgang zu, wollt ihr da noch irgendwie einen Musiktitel haben? Erik schlägt das Buch nochmal auf, vielleicht kommt noch ein Zitat um die Ohren. Welcome to the Technodrome steht hier noch. Ja, ist auch gut. Ich würde tatsächlich auch mal ein bisschen was Clubhausiges aufsetzen. Oh, von Massive Attack zu Tricky und Mowalk. Wir haben noch viel vor uns, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Beat this. Ich muss das aber mal. Vielen Dank nochmal, Markus, für das Geschenk. Also ich setze mal Bomb the Bass mit Beat this drauf. War ein ausgesprochen gutes Konzert, war ein Doppelkonzert mit Bomb the Bass und Nene Cherry damals. Ich bin in der ersten Reihe nach dem Handklatschen sozusagen abklatschen mit Nene Cherry war ich schwer verliebt. Auf jeden Fall.
in einer Schweden. Wie? Nee, Schere klatsche ich ab und du bist verliebt in eine Schwedin? Ja, sie ist, glaube ich, Schwedin, meine ich. Wer nennt sie Schere? Jo. Also es kommt aus Schweden, ich glaube, der ja? Vater war Jazzmusiker. Der Don Cherry. Ja. Das hat ja eine schwedische Mutter. Schwedische Mutter, genau. Sowas. Wieder was gelernt. So, und dann schließe ich mit der Seite 374 Versuch einer Theorie aus DJ Culture von Ulf Poschardt. Ja. Ja, sag mal. Der DJ ist beides. Er ist immer Komponist und Hörer zugleich und hat mit dem Tod von irgendjemand nichts zu tun. Der DJ hört Schallplatten als Konsument und verwendet diesen Akt des Kunstkonsums als Ausgangsbasis für seine eigene Schöpfung. Sag mal, wer das gesagt hat. Ulf Poschardt. Ulf Poschardt. Okay. Und den Kunstkonsum des FC St. Pauli als Grundlage unserer eigenen Schöpfung tun wir hier auch. Deswegen herzlichen Dank für diese Definition. Wir sind Disco. Und in dem Sinne mache ich nochmal einen Abgang mit Nene Sherry und mache nochmal was für die Quote und sag Woman.